Ja, hu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA 5 und ganz altes Abenteuer, andersrum, die Phileas und Saga. Heute mit dabei, ein bisschen durch, wie auch ich, weil wir heute eine ganz lange Administrationssitzung hatten. Der Mischka als Nasir Ibn Zahir Al-Masrem. Ei, gute zusammen. Dann die Leopardin 202 als Fianna Steinhauer. Moin, Minana. Der Ririon als Borealas der Meuchler. Niemand ist weiter von der Weisheit entfernt als der, der bereits glaubt, alles zu wissen. Und das passt gerade sehr gut auf Pölle, der den Jalte spielt. Ahoi. Jawohl. Ja, wir befinden uns immer noch in Aventurien, wenn ihr das nicht wusstet, und zwar in dem Aventurien vom Koali. Das heißt, hier kann es sein, dass DSA gespielt wird, so wie ihr es das nicht kennt aus den Regelwerken, denn Regeln sind hier auf diesem Kanal generell eher so eine Richtschnur. Aber das solltet ihr mittlerweile schon mitbekommen haben. Ja, und außerdem sind wir unterwegs gerade in der Stadt Fazar und haben dort ein Rennen um Kamele zu bestreiten, die Gruppe braucht, um durch die Wüste zu ziehen mit einer Art Propheten. Und ja, dieses Pferderennen hat als Preis mehrere Kamele, die die Gruppe gut gebrauchen kann. Und deswegen tritt Nasir mit dem Pferd der Hochgeweihten der Raja aus Fazar an, neben einem weiteren Reiter für die Gruppe, nämlich dem kleinen Aleph, der ebenfalls ins Finale gekommen ist, genauso wie Nasir. Und außerdem im Finale stehen Sheila, also die einzige Frau im Teilnehmerfeld. Außerdem noch Adelmir und Vikram. Und ja, last but not least der Zwerg Pagux. Die sind alle im Finale angekommen. Genau, das so kurz mal als kleiner Überblick, wo wir uns gerade befinden. Kleiner Disclaimer vorneweg auch noch, dass ich öfters mal vergesse, aber jetzt gerade denke ich dran. Wir spielen hier ein Rollenspiel, das bedeutet, wir spielen auch unsere Rollen. Bitte trennt das, was Jalte, Fianna, Nasir, Borealas oder die anderen Charaktere, die auftauchen, machen, von dem, was unsere eigene persönliche Meinung ist, denn das kann durchaus unterschiedlich sein. Genau, und deswegen habt das bitte im Kopf. Ihr könnt gerne Charaktere nicht mögen, aber bitte niemals die Spieler nicht mögen, nur weil sie diese Charaktere spielen. Außerdem kann es vorkommen, ich glaube, dass vielleicht es irgendwo jemanden da draußen gibt, der auf Themen stößt in diesen Streams hier, die ihm nicht passen oder die ihn gegen irgendwas triggern. Dann ist das Allerbeste, was ihr machen könnt, einfach umschalten, den Stream pausieren, 5 Minuten vorspulen oder 5 Minuten zurückspulen und euch diesen Intro nochmal angucken oder so. Gibt multiple Möglichkeiten, aber bitte tut euch das nicht an, wenn ihr getriggert seid, das weiterzuschauen. So, beim letzten Mal waren wir bei der zweiten Runde des Pferderennens aktiv und Nasir ist mit wahnsinnigem Erfolg durch die Zwischenrunde hindurch galoppiert. Das hätten wir alle so nicht erwartet, aber ja, Nasir ist eben der geborene Reiter. Vor allen Dingen mit den Reitstunden, die er bekommen hat. Diese Triggerwarnung triggert dich ja, dann musst du jetzt zurückspulen vor die Triggerwarnung und das in Loop gucken. Tut mir leid. Vielleicht drin So, und gewöhnungs. ja, außerdem ist ganz viel anderes passiert. Ihr habt euch auseinandergesetzt. Fianna hat ihr Schiedsrichterdasein ausleben können, indem sie die Zwerge ein bisschen zurechtweisen musste und ein paar andere auch. Und ja, allgemein
habt ihr es ganz, ganz gut getroffen und habt euch auch eingerichtet für die Nacht, denn das Finale ist an einer ist einem Folgetag. Und ja, Jalte hat zwischendurch dafür gesorgt, dass euer aller Lieblings Mitstreiter oder im Final seiender, ich glaube, es war Adelmir, den du da um sein Pferd gebracht hast, während er abwesend war und sich bei Fianna beschwert hat wegen irgendwelchen kleinen Regelverstößen. Deswegen hat Adelmir sein Pferd gesucht und ist halt aus der Stallung heraus. Ja, Nasir hat generell sein Pferd in die mutigen Hände von Jalte und Borealas gelegt, die es bewachen sollen, und hat sich im Gasthof schlafen gelegt. Borealas und Jalte haben dann wirklich auch ganz akribisch die Pferde bewacht und die Boxen, dass da auch ja nichts passiert. Und ja, leider ist doch irgendwie was passiert, denn Borealas ist einer merkwürdigen Gestalt hinterhergeschlichen, die sich offenbarte und aus einer der Boxen herausgekommen ist, die neben euch ist, nämlich aus der Box von Vikram. Und hat ihn verfolgt aufs Dach der Stallung und hat ihn dort gestellt und mit einem Hurusat-Tritt einige Meter nach hinten befördert, nur um dann festzustellen, dass das Dach anscheinend irgendwie manipuliert ist und dieser Sturz ja das Dach zum Einsturz bringt. Und wir sind, glaube ich, damit geendet, dass Borealas fällt, und ich glaube, du hast auch schon Schadenspunkte bekommen, glaube ich, oder? Habest du das? Ja, ich habe Schadenspunkte bekommen. Hast du? Ja, ich hatte Schadenspunkte bekommen. Weiß jetzt nur nicht, ob ich sie. Ah, der Chat sagt auch, hast du. Siehst du mal. Ob ich sie online notiert hatte. Das kann natürlich sein. Genau. Ja, genau. Und dann Borealas ist rein, also gefallen. Jalte hatte unten die Pferde, als er gesehen hat, das Dach stürzt ein, so schnell wie er konnte, nach draußen geführt und hat deswegen den Pferden wahrscheinlich das Leben gerettet und sich selber auch. Denn die eine Hälfte der Stallung ist jetzt komplett eingestürzt, nämlich die Hälfte, in der auch eure Pferdeboxen waren. Ja, bei euch halt auch noch die Box neben euch, die mit den Pferden von vom Pagux und von wer war es noch, der auf der Seite untergebracht war? Ah ja, Vikram, genau. Pagux und Vikram waren auf der gleichen Seite mit euch da untergebracht, und Pagux hatte ja vorher schon mit seinem Zwergenbruder dafür, also ein bisschen unter der Hand dafür gesorgt, dass er eine andere Pferdebox kriegt, und ist dann schräg gegenüber zu Adelmirs Box reingezogen, was ja Fianna irgendwie unterbinden wollte, aber die haben sich halt ein Blödsinn drum gekehrt, deswegen haben sie eigentlich in Adelmirs Pferdebox übernachtet. Das heißt, die haben jetzt Glück gehabt, dass sie von dem herabstürzenden Dach nicht betroffen waren. Adelmir sucht ja immer noch sein Pferd, was draußen ist, das heißt, der ist auch nicht betroffen. Und der Rest ist auf der anderen Seite untergebracht. Das heißt, dieses einstürzende Dach hätte euch und die Zwerge und Vikram erwischt. Oder hat es auf jeden Fall erwischt. Ja, Borealas ist mit dem Dach eingestürzt, hat sich so weit abfangen können, dass er nicht das Bewusstsein oder sonst irgendwie verliert, sich nichts Schlimmeres bricht oder so. Du müsstest mir noch sagen, wo ich den Schaden bekommen habe. Ja, weil der Schaden ist nämlich über meiner Wunschschwelle. Ja, denk dir was aus. Es ist mir Wurst. Das darfst du gerne Rollen spielen. Und ja, das heißt, wir starten einfach dann mal damit, dass Rerion mal beschreibt, wie er, nachdem sich der erste Staub so gelegt hat und er so ein bisschen wieder gerade realisiert, was Sache ist, wie er sich da verhält. Genau, er hat sich ein Haar gebrochen, ja, ganz schlimm. Fingernagel abgebrochen. Wunder am Fingernagel. Blutvergiftung Ende. Ja, dann gibt's ein von dem ganzen Staub und dem mit Stroh und Heu, was überall rumfliegt, und
und immer so ein Knirschen und Knarzen, als er versucht, sich da so aus den Trümmern so rauszuschieben. Ja, Nazirs Pferd war im Gasthaus, da waren wir uns beim letzten Mal, glaube ich, beim Beschreiben nicht so ganz einig. Und ich habe beim Nachhören nochmal gemerkt, dass Mischka und ich da so ein bisschen auseinandergingen mit unseren Wahrnehmungen. Also wie es auch immer ist, entweder hat die Alte das Pferd rausgebracht oder das Pferd war von vornherein im Gasthof. Auf jeden Fall ist es da safe. Also ich war der Meinung, dass es im Gasthof war und ich Alefs Pferd rausgebracht habe. Genau, ja. Dann ist es dann so. Ja, also schäme mich da erstmal raus und versuche mich mal zu orientieren, was angesichts des ganzen Staubs auch sehr, sehr schwer ist. Ja, man hört irgendwie die Pferde in den anderen Boxen, wie sie natürlich auf dieses einstürzende Dach reagieren. Man hört auch die ersten Stimmen. Die Alte von draußen siehst du halt wirklich, wie der eine Teil des Gebäudes halt komplett eingekracht ist. Der andere steht Gott sei Dank noch. Sheila ist gerade schon dabei, ihr Pferd halt irgendwie durch eine andere Seitentür nach draußen zu führen und das deutlich bockt und nervös ist. Und sie krampfhaft versucht, es irgendwie ruhig zu halten. Und du siehst halt irgendwann, dass sich in den Trümmern was regt und das ist Borealas. Also er bewegt sich, ne? Ja, tut er. und ich hab das Pferd so am Zaumzeug wahrscheinlich und so rausgeführt. Mhm. Das ist natürlich jetzt, wenn das alles einkracht, natürlich auch ein bisschen nervös wird und so. Also ich beruhige das Pferd so. Und Borealas, du hättest nicht so viel zu Abend essen sollen. Mir fällt gerade keine schlaue Erwiderung ein. Ja, endlich. Pass mal auf, warte mal eben. Ich bind das Pferd mal da irgendwo in der Nähe an und räume da mal so ein paar Trümmer von dem Borealas runter, damit er da besser rauskommt und halt ihm so die Hand hin. Ja, also er gibt dir die rechte und du siehst, wie links aus dem Ärmel Blut runterläuft. Aus dem linken Ärmel. Mann, das müssen wir behandeln lassen. Der verzieht kurz das Gesicht. Der könnte noch hier irgendwo sein. Ey, das hilft jetzt nichts. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir unser Pferd in Sicherheit bringen und dann schauen wir mal, dass wir dich verarzten lassen. Außerdem müssen wir hier die Kollegen, die jetzt wahrscheinlich unter den Trümmern liegen, bergen. Borealas kann ja mal eine Sinnesschärfenprobe erschwert um 1 machen. Kann er. Da. -1. Ganz schön viel Staub hier. Eine QS. Dann entdeckst du unter einem Pfeiler neben dir eine weitere Gestalt. In schwarzer Kleidung, die du der Person, die du da angegriffen hast, wahrscheinlich zuordnen würdest. Ich halt, ich hab ihn! Wo? Ist halt unter so einem großen Pfeiler-Trümmerstück eingequetscht. Sieht sehr ungesund aus. Ja, ich guck mal, ob er sich noch bewegt. Gehst mal durch die Trümmer, machst dann mal eine Körperbeherrschungsprobe, bitte. Und dann nicht in den Trümmern dir irgendwas zu brechen oder da weitere Sachen zum Einsturz zu bringen. Währenddessen könnt ihr das laute Gezeter der Zwerge hören, die nach draußen gehen und sich über die mangelhafte Baustruktur der Menschen beschweren. Ja, Jalte, gehst auf die ersten Trümmersteile und merkst dann sehr schnell, dass es doch nicht dafür gedacht ist, darüber zu laufen.
und brichst dann unter so einem halb eingeknacksten Ziegel einmal in so ein tiefes Loch rein und hängst dann mit einem Bein erstmal so auf halb acht. Kannst dich gerade noch so abfangen, um keinen Schaden davon zu tragen und dir irgendwie einen Knöchel zu brechen oder so. Scheiße! Ja, komm. Dann befreie ich mich mal daraus, mach wieder so zwei Schritte zurück. Schau mal von hier, bewegt er sich? Als du das Bein rausziehst, gibt es nochmal so ein Nachsacken der Trümmerteile. Und es sackt halt wirklich nochmal so ein Stück nach unten weg. Und auch der Pfeiler, unter dem dieser Körper irgendwie begraben ist, sackt nochmal tiefer. Und jetzt ist es wohl eindeutig, dass das Ding den Körper unter sich zerquetscht. Gibt ein lautes, knirschendes Geräusch. Ja, Borealas, der wird nirgendwo mehr hinlaufen. Wäre trotzdem gut, zu wissen, ob wir den schon mal gesehen haben. Ja, kann ich aber nicht machen. Ich scheine zu schwer für zu sein. Moment. Dann versuche ich das mal. Mhm. Für dich ist die Probe erschwert um 1. Mhm. Aber locker. 4 QS. Ja, trotz seiner Verwundung wie eine Elfe, oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel, rennt das Borealas über die Trümmerteile und kommt dann halt bei dieser Gestalt auch an. Sieht halt, dass er sich quasi so immer so sehr große Schritte macht und dann immer so guckt, dass er so ein Stück Stein erwischt, einen Holzbalken und da halt so quasi so immer so kleine Sätze macht. Mhm. Ja, und dann, ja, die Gestalt ist halt komplett vermummt. Hattest du ja oben auch schon gesehen. Jetzt nicht mehr. Ja, du siehst einen Mann mittleren Alters mit vollem Bart. Aber den hast du noch nie gesehen. Pyramide? Ja. Würde ich den mal ganz kurz versuchen zu filzen, ob der was dabei hat. Mhm. Was Interessantes. Das Auffällige, was du bei ihm findest, sind ein Armband, was er trägt, aus Metall. Das Runen trägt. Welche Sprachen kannst du lesen? Lesen. In Sprachen und Schriften. Tulamidia, Urtulamidia und Chimk. Dann sagen die überhaupt nichts. Ist halt irgendwie eine Runenschrift. So weit kannst du wahrscheinlich gehen. Und du findest einen kleinen Beutel mit so mini kleinen Goldbarren drin, die auch die gleiche runige Schrift eingestanzt haben. Spannend. Würde ich mal noch Lebenszeichen überprüfen, ob der tatsächlich tot ist? Ja, ist er. Ach ja, und du findest noch so eine Schriftrolle mit dem genauen Plan der Stallungen. Und eingezeichnet per Hand sind so Bruchstellen. Daraus ist deutlich erkennbar, dass halt dieser Teil auch einstürzen sollte. Dass das nicht irgendwie wegen deinem Tritt war, sondern weil das sollte so passieren. Eigentlich ist es nicht so geplant, dass er damit drauf geht, aber. Ja, dann. Und Borealas dann, so wenn er ihn quasi so weit untersucht hat, dann da kurz beim Knien bleiben, nicken, dann so über die Augen fahren. Möge Zadia ja eine wundervolle also Wiedergeburt schenken. Vielleicht diesmal als Holzwurm. Dann würde ich mal mich vorsichtig zurückbewegen. Nimm den mit, Mann! Hm.
Kraftakt. Ja, genau. Ich wert um 1. Auch das noch. Immerhin eine QS. Eine QS reicht, um den da zumindest provisorisch unter dem Balken hervorzuziehen. Aber mit einer 1 dabei immerhin. Gibt noch mal so ein paar lautes Knackgeräusche, als du ihm dann noch ein paar Gelenke noch mal extra brichst, als du ihn rausziehst, aber... Ja, die Seele ist eh schon weg. Wehtun wird's ihm nicht mehr. Ja, ziehen dann darüber. Du kannst mal noch mal eine Probe machen auf... du bist ja ein Meuchler, ne? Das ist aber eine sehr hässliche Aussage. So eine Gilden erkennen, was würde das sein? Was steckst du mir da? Gassenwissen? Ja, genau, das ist gut, genau, Gassenwissen. Danke übrigens fürs Koala-Kraul. Das ist sehr schön. Na, Hilfe. Gassenwissen, Moment, kommt sofort. Drei QS. Ja. Mit 3 QS, da du schon mal in Fasar warst vorher, hatten wir ja gesagt, ne? Mhm, erkennst du auch die Insignien eines stadtbekannten so Söldnerrings, der für solche Aufgaben wie halt Meuchelmorde sich auch nicht zu schade ist? Eine kleine Tätowierung hinter dem Ohr, die dir auffällt. Mhm. Das so beim, vielleicht als ich ihm da die Augen geschlossen hat, ist mir das so an der Seite irgendwie aufgefallen. Ach, nun sieh mal einmal da. Die schwarzen Klingen von Al-Shabaab. Anfänger. Kennst du den Typen? Nein, aber das ist, der gehört zu so einer Söldnereinheit, die auch Auftragsmorde und sowas macht. Auftragsmorde? Was ist das? Naja, also wenn du... du beauftragst jemanden dafür, jemand anderen umzubringen. Ja, gut, ich kenne das mit Verkloppen. Das ist halt dann nur endgültiger. Ja, sicher. Die Tulaminen machen echt krassen Mist. Ja, das ist, hast du sowas schon mal gesehen? Ich hatte ihm dieses Runen arbeitet entgegen. Ist das ein kurziger Zeichen? Nein. Dann kann ich es auch nicht lesen. Nee, kenne ich nicht. Nee. Bin ja schon froh, dass ich die überhaupt lesen kann. Vielleicht erkennt Ferner sowas. Also, das sind irgendwelche Runen, aber auf jeden Fall nichts Schätzchen Tulamidisches. Kann gut schreiben. Ist auf jeden Fall nichts Tulamidisches. Und sie hat einen genauen Plan der Stelle. Ja, es ist halt auch direkt eingezeichnet, welche 3 Boxen halt ausgeschaltet werden sollen. Ne? Alles klar, das sollte sich der Schätzchen auch auf jeden Fall angucken. Die ist doch jetzt Schiedsrichterin. Ja, also du könntest mir, glaube ich, einen Gefallen tun. Ich soll die Klappe halten. Eng mir mal die Schulter wieder ein. Ach so. Ja, kein Problem. Einmal Heilkunde wunden. Patzer, knack nicht rausreißen! Wir würfeln heute so viel, es ist DSA, ja. Das ist auf Englisch Treat Disease, oder? Ja, müsste eigentlich, ne? Ja, ja. Poison ist es nicht, ja. mal gucken. Kann ich das nicht über Kraftakt würfeln? Bei Disease ist Krankheiten, aber ja. Ah, ich hab's sogar geschafft. Heilkunde Krankheiten, aber. Ja, was ist, ich nehme das trotzdem mal mit der einen QS. Ja. Ja. Knack, eingerenkt. Oh, schön, danke. Ja, schickt ihr irgendwen zum Gasthof, wo Fianna und Nasir sind, oder? Lauft ihr da selber hin oder wie macht ihr das? Ja, also ich glaube, jemand sollte. Ja, pass mal auf.
du läufst am besten zum Gasthof, nimmst das Hottehüder mit und legst dem Schätzchen die Beweise vor. Und ich kümmere mich hier mal darum, ein bisschen aufzuräumen und nochmal nach vielleicht Überlebenden zu suchen. Ei. Ich nehme die Zwerge mal da auch mit rein. Die dürfen ja jetzt auch nicht mehr schlafen. Und ich halte mal so ein bisschen Ausschau nach denen. Ja, die stehen da rum und sorgen sich gerade um ihr Pony. Ja, also, genau. Die können mit anpacken. Die sehen aus wie kleine Torwaler. Also können die auch was. Der eine hat sogar einen Flügelhelm. Sag ich doch, kleine Torwaler. Ja, der kommt dann irgendwie auch zu dir und meint dann so, was denn passiert? Wie konnte das passieren? Sind hier alle Häuser so schlecht gebaut? Ich zeige auf den Typen, der aussieht wie ein Kartoffelpüree und ja, der hat versucht, Leute umzubringen und ist selber dabei draufgegangen. Die was? Der da. Geht da zu den Höhen, spuckt so auf vor dem Fuß. Alter, das war nicht nötig. Wieso nicht? Der ist schon tot. Der hat seine Lektion gelernt und zwar endgültig. Ach so. Ne. Macht man bei uns so. Ihr spuckt auf eure Toten? Nur auf die es verdient haben. Die Unehrenhaften. Da sollte ich mal drüber nachdenken. Na gut, komm, jetzt helft mir mal mit hier ein bisschen aufzuräumen. Da liegen bestimmt noch Tote und Halbtote drunter. Meinst du? Ja, keine Ahnung. Wer war denn in der Box? Also in unserer war ja keiner mehr. Ja, wessen Box war das sonst noch? Die von Vikram, von dem Von dem Zahori. Zahori. Ja. Und der hat da sogar drin geschlafen, ne? Mhm. Wow. Der Gaukler da, der ist da noch. Gaukler? Ja, hier, wie hieß der noch? Der Typ, der so gut reiten konnte. Nasir. Ja, der auch. Aber der ist schon weg. Aber hier, ach, komm, hier, wie Kram oder so? Also, ja. Hieß er so? Vikram? Gut. Dann, ja, komm mal hier, wir müssen mal suchen. Und ich versuche mal abzuschätzen, wo ist das? Und versuche das mal so freizuräumen. Mhm. Und wink den Zwergen, dass sie mithelfen sollen. Ja, die helfen dir auch. Und ihr räumt so ein paar Trümmerteile zur Seite, da, wo ihr die Pferdebox von dem vermutet. Und tatsächlich könnt ihr ein totes Pferd und Vikram tot vorfinden. Alter. Bin ich richtig dankbar, dass ich euch die Box noch freigemacht habe, muss ich sagen. Ja, es hätte böse ausgehen können. Und die sind wirklich beide... Ich wusste doch, dass wir für benachteiligt waren mit unserer Box. Ja, genau. Ich knie mich hin und spreche ein stilles Gebet für Vikram. Wenn ich damit fertig bin, dann schulter ich ihn und werde mich dann auch mal auf dem Weg am besten mit den Zwergen im Schlepptau zum Gasthaus machen. Die sind schließlich auch Zeugen. Ja, es kommen inzwischen halt auch Büttel und Gardisten an, die das ganze Geschehen halt auch absperren, auch irgendwie kurz fragen, irgendwie was passiert ist. Und wenn ihr dann sagt, ja, wir gehen jetzt hier zu der Schiedsrichterin, die auch mit dazu, dann lassen sie euch auch gehen. Ja, und dann irgendwann wird Fianna des Abends bei Borealas aus dem Bett geklopft. Und Nasir wird das wahrscheinlich im Nachbarzimmer auch merken, dass da irgendwie blöd an die Tür getrommelt wird. Nebenan. Was ist denn? Hier ist Borealas, es gab einen Anschlag. Was? Setz mich auf, bin plötzlich in der ganzen Ecke wacher, steh auf, lauf zur Tür, mach die auf was? Ja, so von Kopf bis Fuß so eingestaubt, Blut tropft die ganze Zeit auf den Boden. Äh.
ein paar Prellungen im Gesicht, aber es scheint nichts wirklich großartig Wildes zu sein auf den ersten Blick. Wie siehst du aus? Was ist denn bloß passiert? Ach komm, setz dich erstmal hin und erzähl jetzt endlich. Jemand wurde beauftragt. Macht mal so das Dokument aus, einen Teil des Stalls einstürzen zu lassen. Und hat es auch geschafft. Ich habe ihn gestellt, aber ich war nicht schnell genug, um den Einsturz zu verhindern. Und das hat das Armband trug er. Und ich denke, damit wurde er bezahlt. Da sind komische Runen drauf. Und das ist eine ortsansässige Söldnergruppe. Die klingen von Al-Shabaab, die man auch für Anschläge, Attentate und sowas verwendet. Die Alte wollte nach weiteren Verletzten oder Überlebenden gucken. Also die Alte geht's gut, ja? Ja, dem geht's gut. Okay. Der schaut wie immer oben drüber. Aber es gab Verletzte? Naja, der Attentäter ist tot. Also da kommt jetzt Nasir auch dazu, wenn er rausgegangen ist. Ja, richtig. Sobald ich noch was gehört habe, so. Was? Wo ist die Alte? Der sucht nach Überlebenden. Du siehst nicht so gut aus. Das Gesicht eines Menschen erkennt man bei Tageslicht, sein Charakter im Dunkeln. Dein Charakter im Dunkeln tut dir deiner Hand weh? Das kann man sich das jetzt mal hoch und man sieht, dass hier der Ellenbogen richtig eingedellt ist. So eine richtig tiefe Wunde. Es schimmert zwar noch nicht weiß, aber viel fehlt nicht an der Stelle. Kann mir das ja mal anschauen, wenn du willst. Ich bin jetzt nicht der Profi im Wunden verbinden, aber... Ich hatte Glück, dass ich mich bei dem Sturz abrollen konnte. Ich stand auf dem Dach. Ich schaue verwundert viel an. War das jetzt ein Ja? Ich weiß nicht, ich kann es sonst auch versuchen. Macht einfach. Die Alte hat mir schon die Schulter wieder eingerenkt. Na, immerhin. Dann, Moment. Heilkunde Wunden, wenn du es dann gucken willst. Ja. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ach ja, ich habe ja den Charakterbogen hier jetzt drin. Ja, es ist noch neu. Es ist noch neu. Ich habe das noch nicht. Talente. So, das fällt unter Handwerk, ne? Ist halt immer blöd, sich selbst zu verarzen. Ja. Geht alles, wenn man weiß wie. Ja. Wo schafft das? 2 QS, ja. Immer. Jo. Wirst dann wahrscheinlich... Du jetzt verbunden und... Also vom Dreck kurz reinigen und dann genau, natürlich. Und diese Runen, kannst du die lesen? Du kriegst auch so eine schöne Schlinge um den Hals. Halt mal den Arm lieber ruhig jetzt ein bisschen. Und so. genau, und dann würde ich mir tatsächlich die Karte und die Runen und das alles angucken, was er mitgebracht hat. Seht ihr, die hatten einen genauen Plan und wussten genau, wo was angesägt war, beziehungsweise werden musste. Mhm. Ich schätze, da wollte jemand 50% der Kontrahenten ausschalten. Oder der Pferde. Welche Sprachen kann Fianna lesen? Ja, nicht so viele. Kuslika Zeichen, ja gut, das ist ja egal jetzt, ne? Zayat, Tulamidia und Istira. Aber da ist nichts Runisches dabei. Also, sagt ja dir nichts, was meint Nasir? Nasir kann lesen Kusliger Zeichen, Thylamidia Zeichen und geheiligten Glyphen von Unau. Auch nicht. Hilft nichts. Gänzlich unbekannt. Ja.
wusste gar nicht, dass die so eine komische Währung benutzen. Das müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal wem anders zeigen. Also auf jeden Fall ist das hier ja nun ein deutliches Anzeichen für Betrug und ich werde das auf jeden Fall mitnehmen und auch den Schiedsrichterkollegen zeigen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwer von denen diese Schrift kennt und das entziffern kann. Das Problem ist, anwerben kann die jeder. Wir sind nun nicht ganz günstig. Naja, welche Boxen hat es denn getroffen? Und ich gucke mir nochmal die Karte genauer an. Also es lässt ja schon mal Rückschlüsse darauf zu. Eure Box, die Box des Zahori und die Box, die eigentlich mit den Zwergen besetzt wäre. Weil es lässt ja schon mal Rückschlüsse darauf zu, dass derjenige, der den Anschlag beauftragt hat, auf jeden Fall selber nicht sein Quartier in diesem Teil des Stalls hatte. Jedenfalls wäre es ziemlich dämlich, wenn. Und das heißt, es schließt ein paar Verdächtige aus. Es wäre dann Sheila, Adelmir und ja, genau. Die beiden. Mhm. Ja. Aleph war ja bei euch mit drin. Ja. Und Nasir war ja generell woanders untergebracht. Ja. Genau. Gut. Also sollten wir auf jeden Fall, ich nehme die Beweise an mich, wir müssen das auf jeden Fall melden. Ich meine, es wird ja auch ohnehin, ist ja ohnehin sehr auffällig, aber vielleicht sollten wir jetzt trotzdem dann einfach zurück zur Rennbahn gehen, gucken, ob es noch weitere Verletzte oder so gibt, die man bergen muss, denen man irgendwie helfen kann. Und es muss ja sowieso jetzt irgendwie die Verantwortlichen alarmiert werden. Genau. In dem Moment kommt Jalte dazu. Und wird dann berichten können. Kämpft gerade noch mit dem Licht. Jawohl, ich muss immer gegen irgendwen kämpfen. Ja, genau. Also ich komme dazu. Ah, da seid ihr ja schon alle versammelt. Ja, passt mal auf hier. Nasir. Geht's dir gut? So, auch Arm gebrochen oder sowas. Ja, und dir? Danke der Nachfrage. Über mir ist gerade kein Haus zusammengestürzt. Ich wollte nur sicher gehen. Ach so, ja, gut, nee, über mir auch nicht. Ich bin rechtzeitig rausgekommen. Ich habe gemerkt, dass da die Balken knarzen. Ja, und habe auch Alephs Pferd gerettet. Nur für den Borealas hatte ich keine Hand mehr frei. Du hast das gemerkt. Dann gucke ich zu Borealas rüber. So, so. Ich stand auf dem Dach. Er hat versucht, den ganzen Schmonz zu verhindern. Danke, Jalte. Aber er lächelt. Ich klopfe ihm so ein bisschen auf die kaputte Schulter. Ja. Jawohl. Ja, hier, Schätzchen. Ich denke, der Maraskaner hat dich schon aufgeklärt, oder? Ja. Er hat mir die Beweisstücke gezeigt, hat erzählt, was passiert ist, ja. Du sagst mir, wenn ich verkloppen muss und ich mache. Ja, weiß ich nicht. Ich kann die Schrift auch nicht lesen. Aber wir werden das. Was für eine Schrift, sagt der Zwerg, der mit Jalte hinten reingekommen ist. Oh, Zwerge. Runen. Ist das nicht zufällig Rogolan, oder? Was denn? Wo denn? Ich zeig ihm das. Ja, kriegt große Augen, als du ihm das zeigst. Wühlt dann irgendwie so in seiner Stofftasche, die er sich umgewickelt hat, vorbei. Schaut dann so zurück. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das sind meine. Zeigt auf die Barren. Das klingt jetzt wirklich ziemlich komisch. Wo habt ihr die gefunden? Bei dem toten Attentäter. Da muss er uns beklaut haben. Ja, genau. Darf ich mal auf Menschenkenntnis würfeln, auch wenn es Zwerge sind?
Ja, dann aber erschwert um 2. Ja, ja. Man weiß ja nie. Die Erschwernis um 2 ist bestimmt, weil das auch mit ZW anfängt, ne? Genau wie Zwerg. 2 QS. 2 QS. Ja, du nimmst ihm die, also zumindest dieser Schreck, irgendwie seine eigenen kleinen Goldbarren gesehen zu haben, den nimmst du ihm völlig ab, ja. Und jetzt auch also er sieht jetzt wirklich so aus, dass er langsam realisiert, irgendwie so, kacke, das sieht jetzt echt kacke aus für mich. Und außerdem denkst du dir, wenn der was am Dreck am Stecken hätte, hätte er jetzt einfach nur nö, sagt mir nichts sagen müssen. Und tja, ich schätze mal, dann wäre es doch gut, wenn ihr uns tatkräftig bei der Aufklärung unterstützt, damit der Eindruck nicht ganz seltsam wird. Wie kann ich helfen? Also das da ist mein Familienwappen. Aha. Also gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Hans Borellas, schaut mal zu Fianna. Entweder habt ihr diesen Meuchler beauftragt. Nein, haben wir nicht. Oder jemand will euch was in die Schuhe schieben. Wer könnte das... Wann habt ihr euren Beutel und den Armreif das letzte Mal gesehen? Also der Armreif weiß ich nicht, was da... Das ist auch nicht Drogolan. Wie viele Runensprachen gibt es denn? Also streng genommen ist das da auch kein Drogolan. Das ist einfach mein Familienwappen. Nicht sehr hilfreich. Und gesehen, wir haben gestern Möhren bezahlt mit Gold. Natürlich mussten wir da vorher wechseln. Also wir haben ein bisschen was von den Barren in der Wechselstube gelassen. Aber hier bei dem Gefangenen sind doch mehr Barren, als ihr in der Wechselstube gelassen habt, oder? Ja, mein Beutel ist ja auch leer. Guckt, da schüttet das außen, sind Steine drin. Das heißt, jemand aus der Wechselstube hat euch beobachtet und ist euch später gefolgt, hat euch ausgeraubt. So muss es gewesen sein. Die Wechselstube gehört bestimmt einem Erhabenen. Frau Schiedsrichterin, das lädt sich jetzt ein bisschen zurück. Ja, wir müssen auf jeden Fall mit unseren Beweisen halt zu den anderen Schiedsrichtern, zum Ausrichter des Rennens wahrscheinlich auch gehen. Ich meine, natürlich ist jetzt auch ein Teil seines Stalls eingebrochen, also es wird jetzt nicht von der Hand zu weisen sein, dass hier Manipulation stattgefunden hat. Und es ist einfach auch so, dass wir den Schuldigen dafür ausmachen müssen. Und außerdem steht ja immer noch zu klären, in welcher Form und wie dann das Rennen überhaupt stattfinden kann, wenn jetzt weitere Reiter geschädigt wurden. Wenn jetzt jemand auch dem Hammer eins auswischen wollte, wäre das eine sehr gute Gelegenheit, sein Eigentum zu beschädigen. Politik ist wirklich oder toll. Gibt es etwas so dermaßen Dringendes für den Hammer, dass es dieses Rennen mit seinem Mann unbedingt gewinnen muss, ne? Deswegen die Konkurrenz. Der ist ja schon raus. Ne? Achso, stimmt, ja. Er kann schon gar nicht mehr gewinnen, genau. Also, Moment. Also ja, Clou, doch, wenn alle 3 tot wären, würde der nachrücken, ja. Wenn ich jetzt mal nachzähle, ja? Also, in dem Rennen sind 6 Leute noch drin, ja? Zwerge raus. Wir wären raus mit 2. Und
Der arme Zahori wäre raus. Das heißt, es wären noch zwei drin. Wer wäre das? Die Nachrücker wären Alrik und also aus dem anderen Rennen weiß ich gerade, Moment, wer war beim anderen Rennen denn meinen eigenen Notizen etwas über. Zweiter, dritter, vierter. Da ist ja noch jemand disqualifiziert worden. Ja, der Reiter der Akademie. Dann käme noch dieser merkwürdige Magier, der ja auch disqualifiziert wurde. War gut. Ja gut, die Disqualifizierten würden ja wahrscheinlich nicht nachrücken, ne? Die sind ja raus. Ja. Dann bleiben nur noch der Alrik und der Reiter vom Hammer selber und hier der Vorreiter der Akademie über. So, Borealas blickt mal zu Jalte. Tja, dann würde er sein Gesicht wahren können. Wenn sein Mann gewinnt. Was? Wie? Wer? Bei den Tulamiden ist wenig so wichtig, schaut mal zu Nasir, als die persönliche Ehre und das Ansehen in der Gesellschaft. Das soll wohl so viel heißen, wie die König über sich selbst lachen, ja? Nicht wirklich. Und die Erhabenen noch weniger. Dabei haben die doch schon so viel. Naja, also die Frage ist, was machen wir jetzt? Wollen wir das jetzt aufklären oder wollen wir jetzt einfach das Rennen morgen gewinnen? Also, naja, rein rechtlich gesehen wäre es unsere Pflicht, das aufzuklären, beziehungsweise als Schiedsrichterin Fianas und wir als Geschädigte irgendwo. Die Alte kann ja auch erzählen, dass da gerade die Stadtwachen halt auch schon unterwegs sind und ermitteln. Ne? Ja, genau, die sind doch dafür zuständig. Sollen die doch ermitteln? Ich habe da schon meine Aussage gemacht. Die sind nur inwiefern die natürlich geschmiert sind von den Adligen. Die sind nur furchtbar bestechlich. Ja, aber jetzt mal ganz echt. Also, was Fianna schon für Probleme mit diesen anderen Schiedsrichtern hatte, ja? Die sind doch ja alle so. Mhm. Dann klären wir das auf. Wir nehmen uns voll die Zeit, wir schlagen uns die Nacht um die Ohren, wir stecken super viel Arbeit da rein, ja. Und was kommt dabei am Ende raus? Ja, ist uns doch egal. Dann lieber dafür sorgen, dass wir unsere beiden Pferde und unsere beiden Reiter beschützen, morgen gesund und ausgeschlafen zum Rennen auftauchen und da verdammte Scheiße noch eins, die anderen Staub fressen lassen. Wenn sie allerdings so weit gehen, dann würden sie vermutlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Was ist ein Schritt weiter, als jemandem einen Meuchelmörder auf den Hals zu hetzen? Einen Meuchelmörder persönlich auf jemanden anzusetzen und nicht nur auf das Gebäude. Ja, das sollen sie mal probieren. Axtblatt tötet doch Meuchelmörder zwischen den Augen. Ich würde vorschlagen, dass wir sowohl, naja, so zumindest Aleph und Nasir jetzt nicht mehr aus den Augen lassen bis morgen.
Das sollten wir definitiv nicht. Wir müssen sie und so gut es geht schützen und auch die Pferde. Und auch nicht die Pferde. Am besten bewachen wir Tiere und Menschen rund um die Uhr in Schichten. Ja, also wie vorher auch. Aber jetzt wissen wir, wie weit zumindest jemand bereit ist zu gehen. Also, das heißt Pferde und Reiter in einen Raum und Wache, jeweils eine Wache dazu. Vielleicht hat Fianna sie auch mit ihrer direkten mittelreichischen Art aufgeschreckt, dass sie tatsächlich nicht bestechlich ist. Was hier vermutlich ihr da ist. Wen habe ich damit aufgeschreckt? Ach so, ja, irgendwelche Gegner. Vermutlich. Ich bewahre auf jeden Fall die Beweise, also diese Karte mit der genauen Zeichnung, wo was eingestürzt werden lassen soll, auf. Ich würde aber tatsächlich, weil ich dem Zwerg das auch abnehme, dass er wirklich überrascht ist, ich würde ihm sein Goldsäckchen wiedergeben und ich würde den beiden dann auch nochmal mit ein bisschen besorgtem Blick mitgeben, aber ihr solltet dann wohl auch auf euch aufpassen und auf euer Pferd. Ja, danke, das machen wir. Trollt sich. Und wir können zusammenfassen, der Rest der Nacht wird ereignislos verlaufen. War ja schon Ereignisse genug. Und ja, am nächsten Tag trifft sich die Schiedsrichtergilde nochmal mit Fianna, wo sie nochmal erklärt, was irgendwie passiert ist. Und dann wird klar gemacht, ja, es gibt keine handfesten Anschuldigungen bisher. Das heißt, wir müssen das Rennen irgendwie weiterführen. Und derjenige, der halt für den Toten Vikram aufrückt, ist Alrik. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht damit gerechnet, nach all den Erfahrungen, die ich bisher mit diesen Schiedsrichtern gemacht habe. Und dadurch, dass die einfach irgendwie, weiß ich, 4 oder 5 gegen mich sind, das habe ich mir da keine großen Chancen ausgerechnet, tatsächlich, ja. Ja, was hattest du denn probiert noch? Nee, nix. Aber einfach, weil ich jetzt selber, ich hätte das dargelegt, einfach aber einen sachlichen Bericht davon, was ich wahrgenommen habe, was ich mitgekriegt habe, was da passiert ist. Rückschlüsse, dass eben genau 2 Reiter da jetzt im Prinzip ohne zusammenbrechendes Dach auf dem Kopf irgendwie rausgefallen sind und dass die sich damit verdächtig machen. Aber wenn die jetzt sagen, naja gut, wir haben da jetzt keine konkreten Anschuldigungen, habe ich auch nicht, weil wir haben ja jetzt auch nicht weiter ermittelt. Nur eben die Augenzeugenbericht, aber diese Truppe kann halt theoretisch jeder haben. Anheuern, der genug Geld hat. Also Genau. Ja. Und von daher, ich meine, sehe ich das schon ein. Also da kann ich jetzt ja auch nichts gegen anargumentieren, weil bessere Argumente oder irgendwie Beweise oder irgendwas habe ich halt auch nicht. Von daher, ja, dann ist das so. Du hast einfach, glaube ich, die falsche Grundeinstellung für versagt. Das funktioniert nicht. Ja, wer hat mich denn in diesen Job gedrängt? Ich wollte ihn von Anfang an nicht haben, hallo? Das ist gut so. Das ist sehr gut so. Das hat sie wachgerüttelt, denke ich. Ja, also zu den Verdächtigen zählen ja dann alle anderen, die noch da sind, ne? Also Sheila und Adelmir, Alrik natürlich auch, obwohl man den Prioten wahrscheinlich am wenigsten beschuldigen würde. Ja, und der Reiter vom Hammer noch, ne? Und der Akademiereiter halt. Also sorry, ne? Aber so wie sich der Prios-Tempel aufgeführt hat, so ganz frei von Verdächtigungen sind die jetzt auch nicht. Aber also zumindest in meinem Hinterkopf, aber na gut. Zum Nachtsehen haben alle Aufgeführten genug Kohle, um so einen Auftrag durchzuführen. Ja, Sheila in der Tat nicht sonderlich, und sie ist ja auch als Frau, ne, irgendwie. Gut, die ist raus. Ja, und Adelmir, das weiß Jalte, der ist halt zumindest den ganzen Abend herumgelaufen, hat sein Pferd gesucht. Also. Die Akademie das wäre eine Blöße, das macht für die keinen Sinn. Also bleibt eigentlich der Hammer. Die hätten den Meuchler auch nicht bezahlt von der Fasara Akademie. Stimmt. Wer weiß, ob er wirklich bezahlt wurde. Ja, der Hammer.
Ich bekomme immer mehr Lust, dem Hammer die Beine zu brechen. Also was Borealas auch auffällt, ist, dass es auch sehr, also für deine Gilde auf jeden Fall sehr unüblich ist, irgendwie die Bezahlung mitzunehmen auf die Tat. Ja, das also er geht davon aus, das sollte gefunden werden, damit man die Zwerge verdächtigt und die einkassiert werden. Hätte kein Meuchler macht so einen. Naja, Dummfug. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ein Typ, der andere umbringen will und vorher Zeit hat, das zu planen, das so plant, dass er auch nicht selber dabei drauf geht. Es sei denn, er ist ein ziemlicher Vollidiot in seinem Job. Es gibt manche Mörder, die das, professionelle Mörder, die das mit einkalkulieren für sich. Wo der Auftrag ist, du führst den aus und stirbst dabei. Damit du nachher ich wiederhole mich ungern, ich glaube, das sind Vollidioten. Naja, damit du nachher nichts mehr verraten kannst. Meistens geht dann die Bezahlung zugunsten der Familie oder so. Euch sollte man mal verstehen. Ich bin Maraskaner, ich habe von sowas keine Ahnung. Schmunzelt so ein bisschen. Ja. Wir haben 2 Rennen zu gewinnen, also los. 1 nur noch, aber ja. Nee, 2. 1 für die Kamele und 1 gegen Beorn. Ach so. Ja. Ja, also wenn ihr, habt ihr noch sonst noch irgendwas vor? Diesbezüglich, also wegen dem Mord oder so, noch irgendwas zu machen, ansonsten springe ich einfach zum Rennen. Wir haben dann nicht so wirklich viele Möglichkeiten. Also und die Barsch und Borealas will jetzt auch nicht an die Barschaft gehen, um jetzt irgendwie zu gucken, ob er da was rausbekommen kann, wer den von der Bruderschaft da angeheuert hat und warum, weil das ginge vermutlich, aber das würde die Reisekasse extrem schröpfen. Und dann ist immer noch nicht gesagt, dass irgendwer auf uns hört, weil bisherige ja. Erfahrung ist, du bringst richtig. Mit guten Argumenten irgendwelche Gründe ein, warum irgendwer disqualifiziert werden sollte oder wer verdächtig ist, und das interessiert einfach niemanden. Allerdings, eine Sache wird er auf jeden Fall noch ansprechen. Während des Rennens müssen wir vielleicht nochmal aufpassen. Wenn sie versucht haben, schon mehrere Leute so rauszunehmen, in der Nacht nichts geschehen ist, könnten sie versuchen, es während des Rennens mit einem Heckenschützen zu versuchen. Das wäre die verzweifelste Möglichkeit. Das heißt, wir sollten genau darauf achten, ob irgendwo jemand Leute mit Armbrüsten sind. Ja, ein Pfeil tut es auch. Oder eine Möhre. Ja, wenn man offensichtlich Möhren durch die Gegend schießen kann, von der Mitte des Rennplatzes aus, ist es auch ziemlich leicht, einen versteckten Bolzen, naja. Na gut, Fianna hat ja das Versprechen bekommen von den Zwergen, dass die Armbrust nicht mehr benutzt wird. Ich denke, ich werde auf jeden Fall mir mal durch die Zuschauerränge schlendern und mal während des Rennens und mal darauf achten, ob mir irgendwas auffällt. Wenn, werde ich vermutlich so einen Heckenschützen am ehesten noch erkennen. Okay. Ja, die Teilnehmer, die fürs Finale jetzt dann qualifiziert sind, werden dann vor dem Rennen nochmal in so eine Schiedsrichterloge gerufen mit allen Schiedsrichtern. Und dann werden die Startplätze ausgelost. Nasir kann ja mal ein W6 würfeln, welche Startposition er bekommt. Die Innenbahn wäre 1 und die Außenbahn 6. Kannst du ein W6 dann würfeln? Startposition 2. Immer. Nimm ich. Für dich oder für Aleph? Nee, nehme ich für mich. Ich kann aber auch gerne für alle würfeln. Ja, nochmal. T1 direkt. Ja, war gut. 5. Okay.
Dann würfel mal jemand für den Zwerg. Zwerg geht auf Position 3 ins Rennen. Ups, jetzt drehe ich hier den Nasir schon irgendwie blöd rum. So. Dann einmal für den Alrik. Er geht ganz nach außen. Und für Sheila. 5 ist schon vergeben, aber ich nehme jetzt mal den höheren. Das heißt, es ist dann die äußere Bahn. Die Bahn Nummer 4. Und dann bleibt für den Horasia Adel mir automatisch die Innenbahn. Okay. Kurze Frage, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie was falsch gemacht habe beim Roll 20, aber es sind jetzt nicht gerade die Charaktere angezeigt, die jetzt in der Startaufstellung sind. Da sind auch noch andere dazwischen und es fehlen welche. Wenn wir gleich für die würfeln sollen, wäre das wohl wichtig, dass da die richtigen Leute mit den richtigen Werten noch sind. Ne? Der Ressan müsste noch drin sein, ne? Ups. So. So, Alrik ist drin, ne? Oder ist Alrik drin? Ja. Hast du gerade gesagt, dass er wieder reingekommen ist jetzt? Als sehr cool, ja. Alrik ist dabei. Adelmir ist dabei. Aleph. Müsstet ihr eigentlich auch sehen können. Jo. Als Charakter sehe ich diesen Adelmir nicht. Ah, okay, jetzt gerade sehe ich es, ja. Jetzt siehst du ihn. So, dann haben wir Pagux ist da. Ressan geht raus. Ila müsste noch rein. So. Wen habt ihr jetzt alles in eurem Ding drin? Adelmir, Aleph, Alrik, Diego, Nasir, Pagrox, Sheila und Vikram. Vikram ist tot. Okay. Gut, jetzt müsste es stimmen. So, okay, dann schalte ich mal um auf die andere Ansicht. Natürlich hängt da schon wieder irgendwas Blödes über den damit. So. So, also Innenbahn in Rot ist der Adelmir. Dann folgt Nasir. Dann folgt der Zwerg. Dann Pagux. Dann folgt Sheila in Lila. Dann Aleph und dann Alrik ganz außen. So. Ich würde sagen, Nasir macht mal die doppelte Sache, macht sich selber und Aleph als Kontrolle. Gerne. Pölle kann ja mal wieder unseren Horasia steuern. Ich habe das letzte Mal den Alrik gehabt auch. Alrik, willst du, ja, kannst du, wen möchtest du haben? Also der arrogante letzte Mal, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, war der Alrik. Den nehme ich natürlich. Ja, dann nimm den Alrik. Dann gern. Okay. Wen möchte Leopardin haben?
Hat man das jetzt nicht gehört? Ich kann die Sheila wohl nochmal würfeln. Okay. Ja, manchmal schaltet sich meine Tastatur aus, wenn ich sie länger nicht benutze. Ich habe gerade festgestellt, dass ich Push-to-Talk machen kann. Netzwerk wird wieder von mir und dem Chat gesteuert, denke ich. Unschlagbarer Zwerg. Und dann bleibt der Adel mir noch über für den Rerion. Ich darf den Horasier machen? Okay. Mhm. Mach mal den Horasier. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach von außen nach innen mit der Reihenfolge und dann mit beginnt Sheila mit dem Startschuss. Also, ich muss die Leute natürlich noch hinter die Startlinie zurückziehen. Ja, bei dem edlen Mittelreicher, dem könntest du den Vorsprung ruhig gönnen. Ja. Er kommt schließlich aus dem Mittelreich. Ja, dann mal los. Also um das nochmal für die, die die letzten Male nicht dabei waren, zu erklären. Wir machen hier Reiten, Proben und für jede QS kann sich der Reiter zwei Felder bewegen. Entweder nach zwei Feldern, also nach vorne, oder eine QS ist auch ein Querfeld. Wenn man auf das gleiche Feld zieht wie ein anderer Reiter, dann gibt es einen kleinen Bash und der Reiter wird nach innen gedrückt. Sollte ein Reiter von der Bahn heruntergestoßen werden, ist er erstmal aus, muss eine Runde aussetzen und kommt dann wieder auf dem Feld, wo der sich zuletzt befunden hat, wieder zurück. So, 5 QS legt unser Alrik erstmal vor und zeigt, dass er doch ein bisschen reiten kann. Wo möchtest du hin? Frühstart qualifiziert, disqualifiziert. Man hört dich nicht, Leopardin, und Pölle habe ich auch noch nicht gehört, wenn er was gesagt hat, wo er hin will. Achso, ich habe noch gar nicht gewürfelt. Doch, hier wurde doch gerade Achso, Leopardin hat gewürfelt. Weil ich der festen Überzeugung war, du hättest gerade gesagt, Sheila fängt an. Ja, weil ich hier noch eine falsche Bezeichnung drin habe. Tatsächlich ist der Alrik dran. Ja, dann habe ich nichts gemacht, aber ich habe nur auf dieses Sheila fängt an und so, dann ist das auch reagiert. Dann habe ich das alles falsch interpretiert. Okay, alles wieder zurück. Der Pölle muss noch würfeln. Sehr wohl. Ich bin heute etwas. Starte ich. 3 QS nur, guck mal. Jawohl. Dann werde ich 3 mal diagonal reiten. 1, 2, 3. Vor den Zwerg. Sehr wohl. Okay. Aleph. QS. Eine QS, 2 QS, 3 QS. Ziehe ich mal nach innen, aber nicht ganz. Okay. Und Aleph geht in Führung, zumindest für den Moment. Was fällt diesem Lümmel ein? Jetzt ist Sheila dran. Jetzt können wir die 5 QS von vorhin ruhig nehmen. Und wo möchtest du hin? Richtung Innenbahn ziehen, tatsächlich. 1, 2, 3. Und dann? Ja, dann nach vorne. Wohin läuft man denn, wenn man Rennen gewinnen will? 2. Naja, könntest du auch zurücklaufen. Physikalisch ist das möglich. Es geht hier doch schon auch ein bisschen um eine realistische Spielweise, oder nicht? Also ich meine, ne? Das ist so völlig korrekt, ja. Wir können jetzt ja nicht, nur weil wir unser Team gerne natürlich auf den ersten Plätzen sehen würden, alle Leute rückwärts laufen lassen und totale Slapstick-Schlangenlinien über. Jetzt lasst mal nicht Fianna zu viel abfärben hier.
Okay, dann ist der Pagux dran für den Chat. Also, lieber Chat, überlegt euch schon mal, wo er hin soll. Ich muss mal eben für ihn würfeln. Das sind minus 3 QS. Das heißt, Pagux bleibt erstmal stehen. Also kann der Chat noch ein bisschen länger überlegen. Genau, dann ist Nasir dran, genau. Ja. Besser wird's nicht. 4 QS. 2. Ja, dann zieht er erstmal geradeaus. Geradeaus schießt Nasir aus der Startbox. Und wir haben noch einmal den Adelmir. So, jetzt wird gezeigt, wie wir das in Winside machen. Im Damensitz oder wie? So hier reitet man an. 4 QS. Nee, 2. Nee, 2 QS schwimmen, ja. Geradeaus, hühot. Bewege er sich in eine Position, in der ich ihn jagen kann. So, da ist er. So, der Jalte, der innen wahrscheinlich, machst du innen wieder Schicht? Ja, klar. Dann mach mal eben eine Sinnesschärfenprobe kurz. Misslungen. Dann fällt dem ja nichts auf. Nichts chippen. Ja, manchmal. Manchmal. Und zwar alle drei. Ein QS. Jo. Ja, dann ist es wohl so, dass du ein bisschen was mitbekommst, was die Zwerge verhalten, also der andere Zwerg, der jetzt gerade nicht reitet, verhält sich auffällig, die alte Meinung zumindest nach. Der scheint gerade irgendwas aufzubauen. Zieht so ein Tuch von so einer Holzkonstruktion runter und die alte sieht ein Katapult. Nicht sein Ernst, ein Möhrenkatapult. Was er halt an der einen Seite aufbaut. Das ist halt ähnlich wie beim letzten Mal. Ja. Armbrust hat Fianna ihm ja verboten. Jetzt muss er einen Katapult machen. Ja, hat er recht. Armbrust habe ich ihm verboten. Das ging auch nicht. Das ist eine Rettichballista, ja? Rettichballista. Okay, aber Eirik ist wieder dran. Ich glaube, ich habe den Nasir kaputt gemacht. Jawohl, da werden schon die Möhren in den Chat reingeschrieben. Sehr gut. Eine Karotosch, ja. Atmen, Mischka, sagt der Geran. Eine Gemüserotze, ja. Danke fürs Koala-Kraut. Ja, also. Ich würde sagen, nächstes Charakterkonzept steht bei Mischka Hügelzwergischer Gärtner mit Karottenarmbrust. So, ja, hier. Herr, von uns zu Eirik. Soho. Möge er 3 QS verteilen auf seine Reitkünste? Ja, ich würde der Dame ins Hinterteil reiten. Mhm. Also zweimal diagonal und einmal zum Prügeln.
Das hat das letzte Mal schon so gut funktioniert. Pam! Ja, einmal raufen bitte. Und die Dame kann sich schon mal wehren mit einer Parade gleich oder einem Ausweichen. Die Attacke ist gelungen. Nehmen Sie dies! Weibsvolk auf dem Pferd. Wieso nimmt er das nicht? Ich habe da jetzt gerade drauf geklickt, irgendwie passiert gerade nichts. Weiß nicht. Ach, Menno. Moment. Ich guck nochmal neu. Es will gerade nicht. Dann würfel ich mal. Ich kann gleich wohl. Zack. Verteidigungshof ist gelungen. Damit ist der Mittelreicher abgewehrt. Renitentes Weibsvolk hier. Bleibt dahinter. Es geht ja auch gar nicht hier. Der direkt wieder gerauft. So, Nummer 2, Aleph. Von seinem Anfall erholt und schauen wir doch mal. 2 QS für Aleph. Ja, dann ziehe ich doch an die Spitze und mache ein High Five mit Nasir oder so. Ja, das Problem ist, jetzt ist Sheila dran, die dahinter hängt und gleich wahrscheinlich voll in Aleph hineinschießt. Ich werde entweder in Aleph oder in Nasir, eins von den beiden. 5 QS. Einen von beiden musste hauen. Oder kannst du zurückreiten, okay. Ja, ja, ich, klar, total realistisch. Ich reite rückwärts. Sie sich mit mir. Auch nicht schlecht, aber da bist du. Ein bisschen angeklemmt, die gute Sheila. Da stehst du einfach gerade nicht. Ja, aber Sheila hat ein gutes Herz. Sie kriegt es nicht hin, jetzt einen kleinen Jungen umzureiten. Sie macht den kleinen Bogen und. Reitet zurück und macht. Reitet zu Nasir. Der muss es jetzt aushalten können. Okay. Ja, sorry, aber irgendwer muss und Kinder hau ich nicht. Alles gut. Ja, wenn Nasir nach innen geht, dann muss er sich mit Aleph kloppen. Na gut. Tja. Sehen wir gleich. Einmal Attackewurf, ja. Bitte. Ja, Moment. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, Attackewurf. Treffer. Nasir muss sich verteidigen. Schon, der hat noch keine Riposte, verdammt. ja, da würde ich doch einfach knallhart sagen, da weicht der Nasir aus, hä? Huh? Mhm. Au! Oder auch nicht. Also Ich weiß ja nicht, der ist ja bestimmt total agil und so, ne? Aber nicht mit der 15, oder? So, Nasir wird nach innen gedrängt und muss sich jetzt mit Aleph kloppen. Oder freiwillig zurückziehen. Ja, dann lässt er sich da hinten fallen. Ja, und ich kann ja dann noch vor, ne? Genau, das war jetzt dein erster, ja. Genau. Du hast ja noch 4 weitere. Ziehe ich jetzt nach innen und nach vorne. Ich will ja nicht klug scheißen, aber die kamen von hinten und dann von links an mich ran. Dann müsste ich ja nach außen gedrängt werden. Ja, kannst du von mir aus auch. Sehe ich ein. Okay, das war 1, 2, dann 3, 4, 5. Was? Ach ja, immer 2 Felder. Ich sehe gerade unsere 20 Kamele schwinden. Es tut mir leid. Ich glaube, ich muss gleich mal irgendwie auf die Fresse fallen, aber es hilft ja nichts. So, ja. Sheila ist weit vor. Jetzt geht's darum, dass Nasir das Ganze wieder gut macht hier. Mal rechnen. Der braucht schon 2 Qualitätsstufen für auf die Innenbahn. 3, 4. Das heißt, mit. Dann gebe ich mal einen Schicksalspunkt aus, um eine Qualitätsstufe dazu zu kaufen. Oh, sehr gut, ja. Das bringt dann auch nur was, wenn ich das Max würfle. Mal schauen.
Alles oder nix, ne? Mhm. Oh, die Zwerge wären vorher noch dran gewesen, ja. Augenblick, komm. Mhm. Eine Qualitätsstufe, zwei Qualitätsstufen. Dann kannst du noch einen Schicksalspunkt ausgeben zum Rewürfeln. Würde ich aber den ausgegeben verlieren, obwohl das macht einfach mehr Sinn, ja. Das ist ja Käse, so wie es ist. Die Alte macht oben ohne und dann ist die Leiterin abgelenkt. Ja, 4 QS. Knapp ist er ihr auf den Fersen, der gute. Ja? Ja, vielleicht reißen die Zwerge mit dem Katapult noch was. Genau, die Zwerge sind ja jetzt auch noch dran. Genau, Moment. Die Zwerge. Zwerge machen mal hier großes Zwergenzeug. Mit 3 QS starten sie nun endlich auch aus der Box. Chat, wo sollen sie hin? Einfach stur nach vorne oder auch auf die Innenbahn. Dann könnten sie sich mit Adelmir prügeln, wenn sie jetzt auf die Innenbahn direkt ziehen und dann nach vorne. Gerade, sagt der Chat, okay. Innenbahn, sagt der andere Chat. Attacke. Innen. Es ist mehr für innen hier. 1, 2, 3, Attacke. Das soll der Zwerg ja angeblich gut können. Schließe ich extra seine Axt dabei. Die Glücksaxt. Attackewurf ist gelungen. Möge sich der Horasier verteidigen. Welch Dreistigkeit! Kloppen! Er kann froh sein, dass er so kurz gewachsen ist. In den Staub, Rüschenhemd! In den Staub! Nein, so nicht. Ja, Poch. Dann bleibt der Pagux leider einen zurück. Und, ja, Adelmir ist dran. Ja. Vor der nächsten Runde würde ich als Chalte gerne auch gleich noch einmal agieren. Mhm. Übertrieben lange Bärte tragen nur Barbaren, wie eben Torvana. 5 QS, ich gehe dann mal. Ja, komm her. Ich kann nicht bewegen, das muss Gordi wieder machen. Jetzt gibt es erstmal Beef mit der. Mit. Wer ist denn das hier vorne? Das ist der Alrik. Dann gibt es erstmal Beef mit Alrik. Ja, komm her, Rüschenhemd. So, er hält sich also für etwas Besonderes. Dann werden wir ihm mal seinen Platz zeigen in der Gesellschaft. Ja. Er bekommt Hiebe auf den werten Popo. Nun, das ist jetzt aber unschicklich. Ja, ich habe ja noch, also nochmal. In Gareth haben wir für sowas Optiker. Immer noch nicht. Das war auf der anderen Seite vorbei, mein Herr. Vielleicht wollt ihr es noch einmal probieren. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Qualchi, du bist gemutet. Dann dritte Attacke. Aber ja. Not Fliege. Gegen Elend hier. Alle fliegen hier Herzchen zu. Wenn er denn würfeln würde. Ja. Moment. So.
Miss Lu. So, so. Ah, okay. Das wird immer besser. Nee. Nummer 4. Nummer 4. Hat doch was gebracht, dass ich den Hintern meines Pferdes heute Morgen vergoldet habe. Brei aus gefälligem Gelb. Schon völlig außer Atem. Willst du noch ein mal? Ein letztes. Ein letztes Mal. Du hast doch noch, hältst du noch einen? Ich treffe. Diesmal gelingt es, jawohl. Nun gut. Naja, irgendwann muss das ja soweit kommen. Statistisch gesehen muss er irgendwann unter 12 würfeln. Unter 10 muss er, glaube ich. Unter 10. Ich weiche nicht aus. Das ist jetzt dann etwas. Dann gehst du wohl vom Feld. Die Letzten werden die Ersten sein, mein Bester. Einen Punkt hast du noch? Klar. Möchtest du in Aleph reinreiten? Ja. Wie, der kann noch weiter reiten? Der hat mich ja, jetzt gerade 5 Mal geschlagen. Nee, 4 Mal. Und ist 2 Felder. Hat der 6 QS gehabt? Krass. 5 QS hat er gehabt. 5. Ja, aber dann ist er fertig jetzt. Ja. Das heißt, muss er stehen bleiben, habe ich falsch gezählt. Ja. Ich will den zurückhauen in der nächsten Runde. Er muss da stehen bleiben. Er muss jetzt echt einen abkriegen hier. Zeit für ein Duell. Muss er erstmal einen aussetzen. So. Der Federhand. Warte gefälligst, du horasischer Hund. So. Garetischer Kläffer. Jalte muss agieren oder wollte agieren. Genau. Ich wollte zum Zwerg gehen und sagen, ey. Der Katapult wird dir nichts bringen, wenn die Schnecke da so schnell weiterrennt. Vielleicht solltest du lieber mal dich darum kümmern, die aufzuhalten. Ich kann dir helfen. Ich kann dich da ganz aus Versehen reinschubsen. Dann kannst du dafür sorgen, dass sie sich da irgendwie, weißt du, beinstellen oder so. Boah, das ist nicht erlaubt. Als ob das Katapult erlaubt wäre. Steht nichts von den Regeln. Und wir wurden ausdrücklich nur Armbrüste verboten. Es steht doch nichts davon in den Regeln, dass man als Zwerg nicht aus Versehen auf das Feld stolpern darf. Zwerge stolpern nicht. Ja, wenn sie von Torwallern geschubst werden, schon. Zwerge schubst man nicht. Ja, es steht doch nichts in den Regeln davon, dass ein Zwerg nicht aus Versehen auf das Feld laufen darf. Aber das würden Zwerge nicht tun. Naja, wenn sie nicht verlieren wollen, vielleicht schon. Ah, wir gewinnen schon noch. Alter. Ja, schön. Alrik muss aussetzen. Aleph. Da rollen die Würfel. Eine so QS gut. Nur für Aleph. Nach vorne nehme ich an, ne? Ja. Aber du kannst ihn ja steuern, ja. Der hat sich erschrocken vor dem ganzen Geklitsche hinter ihm. Ja, wahrscheinlich. Nicht schubsen, der Zwerg hat Met im Rucksack, ja, genau. So, Nummer 3 ist Sheila, die es jetzt führt. Tut mir echt leid, Mann, aber was soll ich machen? Schlecht würfeln? Ja, wie denn? Sag mir wie, ich drücke doch nur auf den Knopf. Würfel richtig schlecht, doppelt 20. Tu es. Ich könnte hier heimlich eine Erschwernis eingeben, ne? Aber ihr seht das dann auch im Chat, ne? 4 QS. Scheiße, es tut mir so leid. Du schubst den Zwerg trotzdem auf das Feld. Tut mir ja so scheiße leid, aber... Auch wenn der das nicht will, ich schubst den aufs Feld. Okay. Hat echt gute Reitenwerte. Dann wird jetzt hier so ein Zwerg aufs Feld geschubst. Vielleicht mache ich das, wenn das so weitergeht, mit dem Heckenschützen gleich selber aus der Menge. So, einmal bewegen. Ja, kann ich das? Wo willst du denn kann hin? Ich nicht. Na, ja, wo will ich wohl hin? 1, 2. Ich reite jetzt einmal ganz an den Rand der Bahn, weil ich leichtsinnig werde und dann wieder zurück. Willst du in den Zwerg rein? Da ist plötzlich ein Zwerg auf dem Feld. 3, Attacke. Ach, ich muss attackieren? Nee, ja. Ach so. Da ist ein Zwerg auf dem Feld. Da ist ein Zwerg nicht geschafft. Auf dem Feld. Ein echter Zwerg auf dem Feld. Noch einen hast du noch.
Wo willst du hin? Ich bin total schockiert, weil ein Zwerg aufs Feld gerannt ist und ich verreiße die Zügel und reite bis zur Außenkante der Bahn. Also nach außen. Ja. Gut, das macht es Nasir nicht einfacher, den Zwerg zu umgehen. Aber bevor... Ich kann mit einer Reitenprobe über den Zwerg drüber springen, der ist ja nicht so hoch. Der Zwerg ist aber auch erst dran. Moment, der Chat darf jetzt gleich wieder entscheiden, ob er den Orasier wahrscheinlich moscht. Ich würde darum bitten. Ach ja? Magst du Zwergenkloppe oder was? 2 QS für den Zwerg. 1 und Klopperei. Nehme ich an, also ich kenne den Chat, ich muss es glaube ich nicht abwarten, aber der Chat will garantiert eine Klopperei. Das ist eine gelungene Attacke des Zwerges. Offensichtlich hat da jemand seine Lektion noch nicht gelernt. Gelungen. Okay. Jetzt sind die Gelenke warm. Tja, war wohl nix. Achtung, Verkehrsmeldung. Auf der Rennbahn von Fasar ist mit sporadischen Zwergen auf der Strecke zu rechnen. Bitte reiten Sie den Bereich äußerst vorsichtig. Sehr schön. Ja, dann mach das mal, Nasir. Äußerst vorsichtig. Der Verkehrsfunk. Erstmal geradeaus kommen, ja. Dann noch ein Ja! Schick. 4 QS. 1, 2, 3 und dann würde ich eine Reitenprobe würfeln, um über ihn drüber zu springen. Aber klar, ja. Boah. Wow. 2 wow. Leicht, seichtes Segeln über den Zwerg. Ist klar. So macht man das. Guckst jetzt so rum zu der Schirin. Sheila. Ich blase so einen Handkuss hin. Natürlich, Nasir mit seiner Raja-gefälligen Art. Okay, ja, dann ist dran Adelmir. Unverschämtheit. Ich glaube, ich muss mal langsam etwas aufrücken. Dann musst du erstmal gut würfeln. 4 QS zum Beispiel, wie jetzt. 2 weiter auf der Innenbahn. 1. Hätte das Rüschenhemd doch 2 in den armen Aleph rein. Der Orasier kennt da nichts. Attackiere er ihn. Aus dem Weg, Kind, geh den Stall schrubben. Ich könnte ja jetzt was zu Orasien und Kindern sagen, ne? Aber ich lass das mal lieber. Vielleicht war ich etwas forsch. So. Noch einer? Ach ja, weiße. Man hat's ja. 3 ist das dann? Gelungen? Klar, Nasir müsste für Aleph würfeln. Gucken wir mal, ob der Aleph verteidigen kann. Bei dem ist auch das Ausweichen wesentlich besser, deswegen versucht er auszuweichen. Nein. Egal. Missgelungen. Puck. Heißt, ich werde nach außen. Ah, nach innen? Okay. Ja. So, und dann haben wir eine 3, dann denke ich 4. Und dann sind wir durch, ne? 4 QS hattest du eben. Ja. Okay. Neue Runde, neues Glück. Pupp. Da geht der gute. Alrik wieder auf das Feld und darf würfeln. Jawohl. So, Rüschenhemd. Nimm dies. Oh. Schaff ich's? 2 QS. Nur 2? Mhm. Dang. Ja, dann muss ich ja wohl so schnell es geht vorwärts reiten. Jupp. Okay. Dann ist dran Nummer 2 ist immer Sheila. Nee, 3 ist Aleph. Muss aussetzen. Jetzt ist Sheila dran. Habe ich nicht eine Freiaktion, was ihr zuzurufen? Klar.
Dann würde ich mal versuchen mit Madame Sheila, eure Hose ist gerissen. Irgendwie mal auf Überreden würfeln. Ja. Ich glaube, da habe ich die Werte nicht eingetragen. Moment. Oder ich bin da wirklich so schlecht. Ja, wenn der Zwerg übrigens jetzt auf der Rennbahn ist, kann der den Karottenschutz nicht auslösen, das ist richtig. Vielleicht baut die alte ja weiter auf. Nein, das tut er nicht. Also Charakterbogen, das war alles. Überreden, ein QS. Ja, dann eine Erschwernis von 1 für Sheila. Okay. So, minus 1 eingeben dann. Ja, ja. QS. Nee, doch, ja. Minus 2 ja. QS, ja. Da steht nur Modifikator minus 1. Wo willst du hin? Ja. In Nasir rein. Ich kann gerade mit meinem Dings hier scheiß Charakterbogen gar nicht sehen, wo ich auf der Rennbahn stehe. Ja. Ich bin Lila, ne? Ja. Nee, nicht in Nasir rein. Das Sinnvollste wäre ja ein QS vor und dann schräg. Das stimmt, aber ja. Das. Ja oder nein? Nee, ich wäre jetzt noch weiter Richtung Außenbahn gerannt, weil ich jetzt immer noch irgendwie voll verwirrt wäre wegen dem scheiß Zwerg. 1, 2. Ich dachte wegen der geplatzten Hose. Ja, vielleicht auch das, beides. Gott, was läuft hier alles? Das ist furchtbar. Ah ja. So. Okay. Okay, dann Sheila, das Nummer 4 ist Pagux. Das ist natürlich wieder der allseits beliebte Zwerg, der jetzt mal ein bisschen aufholen muss hier. Ich glaube, jetzt in dieser Runde macht er das, was er eigentlich letzte Runde schon sollte. Werten her zumindest. Ein QS. Zwergenpony bewegt sich langsam, aber sicher nach vorne. Und dann ist in der Tat Nasir dran. Stoßgebet zu Fex schicken. Oh, ne. Bleib stehen. Letzten Schicksalspunkt gebe ich dafür aus. Da fliegt der letzte Schicksalspunkt. Toll. Das hat sich ja gelohnt. Ein QS, immerhin. Kannst du mal bitte deine digitalen Würfel waschen gehen? Wir wollen es ja spannend machen, ne? Ja. Spannend ist es allgemein, denn jetzt ist dran Adelmir. Er soll gefälligst mal aussetzen. Misslungen. Warum habe ich mir das gedacht? Misslungen. Oh Gott. Alrik ist dran. Rüschen sind halt nicht besonders aerodynamisch. Wunderbar. Da mir dieser horasische Schnösel etwas auf den Keks geht, werde ich ihm eine Rasur verpassen. Mhm. Du hast insgesamt 3 QS. Der ersten greifst du an. So. Nimm dies. Oder auch nicht. Patzer. Soll ich bestätigen? Ja, mach mal. Bestätigt. Zack, flog er vom Pferd. Ja, ich würde sagen, aussetzend. So, ja. Wir können doch nicht den Horasiern das Feld überlassen. Wir sind das mächtige Mittelreich. Ja, Nummer 2 ist Aleph, der jetzt wieder aufs Feld zurückkehrt und
reiten kann. Ja, das hat der auch vor. Ein QS. Ja, dann, achso, damit kann ich aber nicht in den anderen reinreiten, das heißt, ich muss hinten dran bleiben. Doch, du kannst reinreiten. Aber dann brauche ich eine zweite QS zum Angreifen, oder nicht? Nee, das geht gleichzeitig. Das geht gleichzeitig? Na dann, wenn ihr insistiert. Aleph schlägt aktiv, okay. Ja, wenn das alle machen. Das wäre gelungen. Mhm. Na dann verteidige sich der Horasia. Tu's nicht, bitte, lande neben mir im Staub, bitte. Auf den Podel mit euch, ihr Pursche. Ja, er landet im Staub. Ah. Wer ist denn überhaupt noch drin? Der Zwerg. Auch wenn er Probleme hat, durch die erste Kurve zu kommen. Der gewinnt er ja noch. Ich stelle mir das so schön vor, wie der Horasio und der Mittelreicher da stehen und sich gegenseitig anfunkeln, böse. So. Okay, Aleph war dran, dann ist mal als nächstes Sheila. Ja, dann wollen wir doch mal. Kommst gucken. Drauf an. Da. 4 QS. Bist du immer noch zur Außenbahn? He's back. Ich glaube, ich reite noch ein weiter zur Außenbahn, dann fange ich mich und reite wieder zurück. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann ist als nächstes dran Pagux. Angrosch, Angrosch, Angrosch. Ja, es tönt es von den Rängen. Hilft aber nicht, ist misslungen und damit Zwerg bleibt stehen. Das Zwergenpony scheut. Und als nächstes ist dran Nasir. Moment, das gibt 1, 2, 3, 4 QS und du bist durch. Mann! Ein QS. Warum tust du mir das an? Die hat echt so gute Reitwerte. Das ist so schlimm. Ich kann auch jetzt hier nicht Slalom reiten die ganze Zeit. Scheiße, warten. Wir müssen das Möhrenkatapult einsetzen. Ja, dringend. Was ist es? Schieß mich doch bitte vom Pferd hier, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht verliebt sie sich ja spontan und kann sich nicht mehr aufs Reiten konzentrieren. Ja, mach dich nackig. Ich könnte, ist ja schräg hinter mir, ich könnte so ein bisschen mit dem Hintern wackeln auf dem Pferd. Ich könnte mal einen Turnwurf machen. Als Heranierin wird das vielleicht sogar funktionieren. Ich habe leider das Wege der Vereinigung Regelwerk nicht, das heißt, ich kann solche oder was nicht machen. Boykott. D-Abo und so, ne, ja. Aber ich denke, wir wissen alle, dass Nasir diesen tollen Vorteil hat, hypnotisches Gesäß. Ja. Okay. So, ja, Ademir, so ist, Ademir muss leider aussetzen und Alrik muss leider auch aussetzen. Das heißt, wir machen weiter bei Aleph. Ich würde, während wir neben der Bahn sind, gerne anfangen, mit Ademir mich zu prügeln. Ja. So neben der Bahn. Ja, das ist gebombt. Es bricht eine kleine Keilerei aus, direkt neben dem Zwergenkatapult. Okay, jetzt haben wir den Pölle auch kaputt gemacht, ja. Können die bitte zufällig gegen das Zwergenkatapult bollern und das auslösen? Nein. Wir gucken erstmal, was Aleph macht. Da muss der Mischka würfeln. Ja, das macht er auch so. Souverän. Cool. Nickt die Alte zu für seinen Einsatz. Ja, okay, Alf war dran, dann nehmen wir jetzt Sheila.
möchte nicht. Prügel dich mit dem Nasir. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich bin nicht gut im Prügeln, aber Nasir dummerweise auch nicht. Also. Da! Nur eine Quest! Oh Gott, oh Gott. Wohin? Ja, nach vorne. Auf der zweiten Bahn bleibend. Okay. Überholt Nasir an der Stelle. Aber... Reicht gleich auf. Ja. Dann ist der Zwerg wieder dran. Pagux. Der beste zwergische Reiter ist hier diesseits der Drachengebirge, des Drachengebirges. Ein QS. Pup, nach vorne. Bald ist er um die Kurve rum. So, und dann sind wir bei Nasir. Möchtest du eine Flirt-Attacke starten? Er wollte erstmal reiten mit 3 QS. Ja, ich würde dir dann so zu ihr rüber gucken, machen und dann 1, 2, 3 QS reiten. Ins Ziel! Ah. Irgendwie ein Aves-Zeichen, so. Paradiesvogel. Zwei Köpfen oder Aquila. Gleich reiten Nasir und Sheila Hand in Hand ins Ziel, ja. Wie bei der Zoo-Olympiade, wenn ihr das, wenn ihr den Zeichentrickfilm kennt, wo die Marathonläufer dann am Ende. Ja. Ja, Glückwunsch, Nasir. Wir machen aber trotzdem weiter, denke ich. Wir wollen ja noch wissen, wer auf die Plätze kommt. Deswegen ist jetzt Adelmir dran, der wieder aufs Feld zurückkehrt und Dinge tun kann. Völlig erschöpft von der unglaublich so männlichen Schlägerei mit dem Mittelreich. Mhm. Dann minus 1 für die Reitenprobe. Und Adelmir kommt sofort wieder auf die Bahn. Der hat die letzte Runde ausgesetzt. Aber der ist doch nach mir erst aus der Bahn geflogen. Nee. Ich bin der Spielleiter, ich bestimme das jetzt so. Ja, alles gut, okay. Dann Spielleiter-Willkür! Oh. Frei aus dem Band. Der ist auch eine Runde vor dir dran, von daher. Geradeaus. Geradeaus mit 3 QS. 1, 2, 3. Problem ist nur, dass der mir jetzt wegreitet, verdammt! Alrik! Ah! Warte er gefälligst, dass er sich die nächste Abreibung holen kann. Für Prajos. Sehr interessant. IQS. Seine Mutter pflegte dasselbe zu sagen. Für Prajos? 2, 3. Attacke. Oh je. Oh Gott. Der männliche Beef geht weiter. Sehr wohl. Nehme er diesen Schlag mit der Rückhand. Möge er sich verteidigen, weil es ist nämlich ein gelungener Attackewurf. Ich glaube, im Horasreich sagt man Watschen. Sagt man das nicht eher an Andergast? Im Horasreich können wir auch den Kopf einziehen. Nö. So. Dann war Alrik dran, dann ist jetzt Nummer 2 Aleph dran. Wird alle Sheila noch einholen? Das sehen wir gleich. Ich erinnere daran, dass Fianna als Schiedsrichterin gleich die Sabotage von Jalte noch bewerten muss. Das heißt, es könnte wichtig werden, dass Aleph Zweiter wird. Was für eine Sabotage? Also, es könnte ja sein, dass der Zwerg mich darum gebeten hat und es eine Zwergensabotage ist. Vielleicht. Blame the Dwarf. Dwarf, genau. 2 QS für Aleph. Gezogen, okay. Dann ist dran Aleph war dran. Sheila ist dran. Misslungen. Wäre jetzt mal cool. Ein DSA mit 5 Regeln? Naja, es ist fast, also Regeln sind hier nicht so wichtig. Du
Die Koali-Regeln, das sind die schlechtes besten. Schlechtes Orakel, 2QS. 2QS? Ja, nach vorne halt. 1, 2, jo. Dies ist korrekt. Und wir gehen weiter mit Nasir war schon. Ne, Pagux ist erst dran, ne? Pagux. Komm schon, Zwergenpower. Mitten, wenigstens durch die Kurve muss das schaffen. Nö, misslungen. Das Zwergenporn hat die ganze Aufregung in der Nacht und nicht so richtig. Ja. Genau. Gut, dann haben wir mit der 5 Nasir, der schon im Ziel ist, und dann haben wir mit der 6 den Adelmir. So. Dann wollen wir doch. Er sich zu schnell zu reiten. Er hat noch eine Abreibung zu bekommen. 3QS. 1. 2. Und in Aleph rein? Ich glaube, er würde um Aleph rumreiten. Okay. Gut, dann ist ja, hier unser allerliebster Alrik dran. So nämlich. Passe er auf. Das Katapult. Das Katapult bringt erst was, wenn der Zwerg durch die Kurve ist. Das muss er erstmal schaffen. 3QS. 1, 2. Ach, ich komme nur neben den Horasier. Na gut. Eins, man kann sich ja ein bisschen zwei, beschimpfen. 3. Es geht wieder an die Kabelei los. Ja, sehr wohl. Okay, Aleph. Mal den Ball über die Linie zu bringen. Könnte wichtig werden. Nein. 3QS. Kurz davor. Ich fürchte. Nasir kann ja würfeln, aber den Zwerg überrundet. Nee, der wird natürlich geweihter, wie er ist, langsam austraben und dann zur Seite gehen. Ja. Okay, dann war das Aleph, dann ist jetzt dran Sheila und kann es jetzt nach Hause holen für Aranien. Und tut das auch. Okay. Und wir sind dann 2. So, und Nummer 4. Komm jetzt hier, Zwerg. Mindestens um die Kurve. Ich sag's ja. Einmal ein Angusch vor im Chat. Ein QS. Jawohl. Wenn er durch die Kurve ist, kommt das Katapult. Aber ich fürchte, dann ist das Rennen schon vorbei. Ja, und nach dem Zwerg ist der Nasir dran. Er ist schon durch und dadurch ist Adelmir wieder dran. Ich zeige ihm unterdessen, wo er sich seine Reitgerte hinstecken kann. Das motiviert ihn mit 4QS. Geradeaus einfach auf der Bahn bleiben hier? Oder willst du hier innen ziehen? Warte. Zwei nach vorn und dann schräg reinziehen. 1, 2. Genau. 3, 4. Okay, Alrik. Sehr wohl. Nun hat mich dieser horasische Herr doch recht erbost. Mhm. Irgendwie fallen die Würfel nicht. Ich schmeiß noch. Ah, doch, da.
kein QS. Tja, Marius mit dir. Ja, sehr wohl. Okay. Marius mit dir. Genau. Aleph. Ich glaube, da müssen wir nicht würfeln, der wird wohl. Aber wir könnten misslingen. Liegt es am Mischka, ob er eine gelungene Reitenprobe für Aleph würfeln kann? Ja, gebe mein Bestes, ne? 5 QS! Oh. Jetzt will er es auf dem letzten Drücker aber nochmal wissen hier. Okay, durchgestartet. Durchs Ziel. Okay, damit werden wir bei Pagux das Katapult heute nochmal zum Einsatz kommt. Ich vergesse es ja zu bezweifeln. 3 QS! 1, 2, 3. Wow. Schießt dein Kumpane eigentlich dann das Pferd mit dem Katapult um? Also hat er da so eine ganze Ladung Möhren drauf? Und eine ganze Ladung Möhren da drauf, ja. So, ja, und dann sind wir dran bei Nasir, der ist durch. Das heißt Adelmir. Bleibe er gefälligst stehen. Ein QS reicht Adelmir, um über die Ziellinie zu gehen. So, Alrik, vorletzter oder letzter, das ist die Frage. Misslungen. Der Zwerg schnappt sich nicht voll. Ja. So, jetzt kommt. Es gibt von vorne ein. Ich hab den falschen Dingens gewürfelt, sorry. Ah, du hast Singen gewürfelt, stimmt. Ja. Oh, ich hab Singen gewürfelt, aus Versehen. Und da hat der Reiter jetzt natürlich keine Werte drin. Deswegen musst du das 2 QS. 1, 2. Okay, alles klar. Der Zwerg kriegt jetzt Boni durch das Zwergenkatapult. Kriegt 1 QS, aber trotzdem immerhin. Und für Alrik wieder? Schaffst du das? Na? Na? Jawohl. Möhrenpower. Leider nicht viel gebracht, die Möhrenpower. Gelungen, ja. Reicht, um übers Ziel zu kommen. Das heißt, wir haben eine Reihenfolge. Puh! Erster im Rennen des Hammers um die Kamele ist Nasir ibn Zahir al-Masrem. Menge Jolt. Der Geweihte des Aves. Er könnte auch sonst der Erste werden bei einer Wegstrecke, die man zurücklegen muss. Zweiter Platz aus den schönen Aranien, Sheila. Wie hieß sie noch weiter? Sunya Isha. Und dritter Platz ist Aleph, der örtliche Bettlersjunge. Und Nummer 4 ist Isa mit vollem Namen. Damit, ich und meine Notizen. Adelmir. Ist er nicht hier drin? Adelmir Vicetta. Und danach aus dem Mittelreich für den Praios-Orden, was schon mal ein dickes Buh von allen gibt. Alrik Jagenfels. Und als letzter ins Ziel geritten Pagux, Sohn des Hogisch. Euer Buh ist mein Applaus. Ja. So viel zu dem Rennen. Puh, das war knapp. Aber sofort stürmt Alrik auch zu dir und gratuliert dir, Nasir. Auch Sheila klopft dir auf die Schulter. Das war ein wahrlich würdiges Finale. Vielen Dank. Ja.
steht dem Ruf der aranischen Reiterin in nichts nach, meine Holde. Das muss man euch zugestehen. Das war eine Sache des Glücks. Ja, dann gibt es eine Siegerehrung. Nasir bekommt eine Medaille und einen Pokal und so einen Kranz umgehängt und so. Und ja, kann sich ein bisschen in der Menge suhlen, quasi in dem Applaus der Menge baden. Und auch natürlich die Kamele bekommst du zugesprochen. Und just als die Übergabe der, also ein Kamel, die symbolisch so überreicht wird am Zügel, an so einem Zügel, mischt sich Pangux ein und meint: Betrug, Betrug! Die Gefährten von dem Gewinner haben meinen Bruder auf die Bahn geschubst, um damit einen anderen Reiter zu behindern. Alle schauen auf die Schiedsrichter. Jetzt ist die Frage, ne? Ich würde gern eine Sinnesschärfe-Probe machen, ob ich das gesehen habe. Weil wenn man jetzt so guckt, wo ich auf dem Spielfeld stehe und das halt auf der anderen Seite von diesem Mittelzaun muss, ist das halt quer rüber, ne? Ja. Dann mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Krieg ich eine Erschwernis oder irgendwas? Nee. Auch wenn du sie jetzt gerade wahrscheinlich gerne hättest. Ja, ich hab's. 4 QS hast du mitgekriegt. Ja, Schrott. Hätte ja klappen können, ne? Die Alte macht so. Jana ist einfach sehr aufmerksam. Ja, scheiße. Es ist, eigentlich bin ich prädestiniert für diesen Job. Es ist einfach. Tja nun, meine lieben Gefährten, ihr wusstet ja, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr mich da hinschubst. Stand der Zwerg im Weg. Ja, ich würde einfach mit hochgezogenen Augenbrauen jetzt erstmal die anderen Schiedsrichter angucken. Ja, die tuscheln so ein bisschen miteinander und schauen dann in deine Richtung, weil die ja wissen, dass der irgendwie zu deiner Gruppe gehört. Ja, ich muss ja hören, was die sagen. Was sagen die denn? Ja, die murmeln so ein bisschen vor sich hin, so, ja, stimmt schon, Ist das jetzt irgendwie so ein Vergehen, oder? Also, stehe ich daneben, kriege ich das mit? Nee, du bist ja nicht in der Schiedsrichterloge. Okay. Das fragt ihr mich jetzt, ob das ein Vergehen ist, oder was? Ja, scheinen noch zu diskutieren. Jetzt gucken sie aber in deine Richtung, dass du auch ein Statement abgeben sollst. Also, es ist jetzt unser Job hier, Gerechtigkeit walten zu lassen. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, sagt der Zwerg. Gerechtigkeit. Ich verlange eine Rennwiederholung. Und ich gucke dann sehr scharf meine Mitschiedsrichter an, gemessen daran, welche Vergehen ihr anderen Reitern habt durchgehen lassen, kann dies jetzt nicht anders bewertet werden als ein normales Manöver, was im Rennen passiert. Dabei sind weitaus schlimmere Behinderungen passiert und da habt ihr gesagt, wir haben es nicht gesehen und ach, das sind doch normale Reitmanöver. Da könnte ich jetzt bei diesem nicht so argumentieren, dass das jetzt auf einmal schlimm wäre. Wenn wir Gerechtigkeit walten lassen, dann müssen wir sie für alle Reiter in gleichem Maße gewähren. Dann können wir nicht für die einen härteren Maßstab anlegen als für die anderen. Ja. Vielleicht habt ihr recht. Einer der Akademie-Magier dreht sich zu dem Zwerg um und sagt: Ihr beschuldigt also einen Geweihten des Avis des Betrugs? Der Zwerg wird so, war der Torwaller. Wir denken, dass der Reiter nichts davon wusste und außerdem wurde er durch den Zwerg ebenfalls behindert. Das heißt, seine Gruppe hatte keinen Vorteil davon.
Mist, sagt der Zwerg. Karottopult, ja, genau. Ja, kurz auf kurz oder auf knapp gesagt, man lässt Nasir den Gewinn natürlich. Und dadurch als hast du für die Gruppe die Kamele gewonnen. Und irgendwo in der Menge stimmt irgendjemand ein Lied an. Kamel, Rasier, Nasir. Und ihr trefft euch dann nach den Feierlichkeiten. Es wird natürlich auch ein bisschen guter fasarischer Wein ausgeschüttet. Frage ist, inwiefern Nasir da mitfeiert. Wenig auf jeden Fall. Kommt es dann dazu, dass ihr natürlich euch wieder zusammentrefft. Und bevor Nasir halt zum Treffen kommen kann, wird in den Stallungen ein Raja-Geweihter auf dich warten. Und am Arm hat er die Hochgeweihte, die ja blind ist. Und die auch so ein bisschen wie Stevie Wonder so ein bisschen irgendwie in der Gegend herumguckt. Dann aber sofort Nasir fixiert, obwohl sie ihn nicht sehen kann, und dann gutes Rennen von sich gibt. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. War wirklich ein ausgezeichnetes Pferd. Es hat die schwierigsten Manöver handeln können und das ist wirklich. Hätte euch den Sprung gar nicht zugetraut. So einen Zwerg zu überspringen ist gar nicht so einfach. Das ist richtig. Es war in dem Moment so ein wenig, als wenn das Pferd und ich eins wären. Jede Sekunde, die er mich unterrichtet hat, hat sich voll und ganz ausgezahlt. Meinen tiefsten Dank dafür und verneige mich tief. Ich habe zu danken, dass ihr mich überzeugt habt, mein Pferd doch am Rennen teilnehmen zu lassen. Ich denke, ihr wart ein würdiger Reiter. Und ich denke, euer Gewinn des Rennens wird einiges gutes Licht auf unseren Tempel werfen. Umso mehr freut mich dies. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr für eine Siegesfeier heute Abend noch in den Tempel kommt mit euren Gefährten. Mit dem äußersten Vergnügen, ich werde es Ihnen mitteilen. Dann sehen wir uns ja heute Abend. Mit Vergnügen. Dann geht Nasir halt durch den zusammengestürzten Teil der Pferdeboxen hindurch und draußen warten seine Freunde. Fianna kommt vielleicht noch ein bisschen später dazu, ist dann aber auch da. Hat sie das Pferd direkt entgegen und mitgenommen, oder? Der Geweihte hat das dann am Zügel genommen, hat dann dir zugenickt und hat gesagt, ich bring's zurück in den Tempel. Streiche ich dem vorne nochmal über die Nase. Legt meinen Kopf gegen seinen, sagt danke, das war außerordentlich gut. So. Dann gehe ich raus zu meinen Kollegen. Draußen trefft ihr euch dann. Jalte, Borealas. Na, du Gewinner? Jadic. Das war sehr gut. Bin zutiefst beeindruckt. Irre, wie du über den Zwerg gesprungen bist. Wusch. Boah. Ja, ich war sehr froh, dass das Pferd nicht scheute in dem Moment. Das hätte einen bösen Unfall geben können. Jetzt, aber abgesehen... Jetzt kenne ich einen Mann, der ist wie der Wind. Danke sehr. Und abgesehen davon, dass wir das Preisgeld bekommen, haben wir soeben mit unserer ganzen Otayaska eine Einladung in den Raja-Tempel für heute Abend bekommen, um den Sieg zu feiern. Ich lache Borealas und Jalta an. Ja, sauber. Und los, oder nicht? Wir sollten vielleicht auf Fianna warten, oder? Stimmt. Ja, die kommt dann irgendwann auch dazu. Ich gehe so auf sie zu und nehme sie so in den Arm. Du hast mich nicht verknackt. Umarm sie so. Ich
habe es echt versucht, aber das war jetzt schon grenzwertig, Alter. Was grenzwertig? Bin ich hier auf die Bahn gerannt oder was? Nein, aber heimlich schubsen will wohl auch gelernt sein, wa? Ey, ich bin doppelt so groß wie alle anderen hier. Ich glaube, heimlich kann ich hier gar nichts. Aber ihr habt dort wirklich in die richtige Kerbe geschlagen, Fiona, bei den Sachen, die wir sonst gesehen haben. Und wenn die Richter dabei sagen, es ist normales Rennen- oder Reitmanöver, dann... Dann hätten sie jetzt hier auch keine härteren Maßstäbe anlegen dürfen. Aber, naja, was sie hätten dürfen, das habe ich eh ein bisschen anders gesehen als die. Also von daher, naja, allerdings, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Gratuliere dir, Nasir. Danke sehr. Das hätte ich nicht ohne die Hilfe meiner Otayaske geschafft, mich so zwischen Borealas und Jalte stellen. Borealas kann ich wahrscheinlich irgendwie so den Arm auf die Schulter legen, bei Jalte muss ich so hochgreifen. Ich halte so meinen Bizeps zum Umarmen hin. Ach gut. Ein wunderschönes Beispiel, was man alles erreichen kann, wenn man nur zusammenarbeitet. Und auch für euch, Magistra Steinhauer, wir sind alle für heute Abend für eine Siegesfeier in den Raja-Tempel eingeladen. Und grinse dabei. Nun, nicht, dass mir jetzt persönlich was an den Feierlichkeiten des Raja-Tempels liegen würde, aber ich sehe, wie ihr euch freut und nun, es sorgt wohl für Zerstreuung. Darum dürften wir dieses Angebot nicht ausschlagen. Außerdem haben sie uns sehr geholfen. Ja, dann richtig. Gehen wir da halt. Das wäre eine Beleidigung für die Hochgeweihte, wenn wir das ausschlagen würden, zumal sie uns ihr Pferd lieh. Große Ausnahme für uns machte. Ist das nicht auch sowas wie Gottesdienst? So ist es. Ja. Ja, dann! Es wundert mich, Jalte, dass weniger Torwaler, nicht so viele Torwaler dem Raja glauben zu stimmen. Es ist Dienst an den Göttern und es wird Wein dabei getrunken. Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir nicht so viel Wein trinken, es sei denn, wir haben mal gerade wieder eine Kogge von den Horasiern hochgenommen. Na gut, touché, touché. Das lasse ich euch. Was? Den Punkt habt ihr. Gebe es dem Eiertempel so viel Met wie Wein, gibt es einen Tempel in Torwal. Ein und einen in Bremen und einen. Ja, hinter Jalte hat sich Shaya aufgebaut mit so verschränkten Armen. Ich finde das schon ganz gut, dass der Kult der Raja nicht so einen Fuß gefasst hat im guten Torwal. Warum? Wenn ich fragen darf. Man hört so einiges über die Ansichten, über Bindungen und feste Familienbunde. Das ist natürlich richtig. Wart ihr jemals in Belhanka? Wenn ich fragen darf? Nein. Dort gibt es das Fest der Freuden, einen Ehrentag der Raja einmal im Jahr. Und ja, wie soll ich sagen, zu diesem Fest werden offiziell von der Kirche gesegnet die Travierbünde aufgehoben an diesem Tag. Ach, Skandal. Das geht ja gar nicht. Wie können sich diese Horasier das... So eine Idee kann wirklich nur von denen kommen, nicht wahr, Jalte? Ja, dass die alle ein bisschen spinnen, das... Travierbünde aufheben. Weißt du, was maßen die sich eigentlich an? Also ich glaube, ich gehe da heute Abend nicht hin. Also das sind ja keine Horasier. Das sind ja Tulamiden. Du musst dich entmuten. Die Kirche hebt Travierbünde auf. Im Horasreich. Die sind sowieso alle Spinnacken da. Wenn ich ehrlich bin, haben sich die Praios-Priester, denen wir hier begegnet sind, auch nicht Praios-gefällig verhalten. Ihr könnt nicht die ganze Kirche für das Verhalten von einem Priester oder von einer Stadt. Aber deswegen findet man noch keine Praios-Tempel in Torwal. Wirklich nicht? Ich meine nicht. Ich habe noch keinen gesehen. Aber ich gehe auch immer nur in die Torwal-Tempel. In die Swafne-Tempel. Torwal wird mir immer sympathischer. Nicht, dass es mir jemals unsympathisch war.
Aber Shaya, ohne die Hilfe der Hochgeweihten des Raja-Tempels hätten wir unsere Utayaska, unsere Suche nicht fortsetzen können. Das sind wir ihr schuldig. Richtet ihr meinen vollsten Dank aus, aber ich werde mich lieber in ein Travia-gefälliges Gebet vertiefen. Ich denke, sie hat Verständnis dafür. Ich bedauere das, aber ich werde es tun. Ja, gut. Dann ist das ja geklärt. Sie stapften so ein bisschen mit rotem Kopf irgendwie von dann. Na siehe, du solltest langsam wissen, dass Torvaler ein bisschen aufbrausend sind. Ja. Und? Du hast gerade dafür gesorgt. Naja, ist dir egal, ne? Ich hab's vielleicht einfach nicht verstanden. Es könnte sein, dass sie dich bei der nächsten Gelegenheit verkloppt. Dann habe ich es wohl verdient. Ja. Nudelholz, sage ich da nur. Das wäre doch aber schon ein torwaldischer Heiratsantrag, oder? Das Nudelholz. Naja. Kaum also hat er seine Pockennamen verloren, schon flirtet er wieder über rechts und links. Ich würde einen Heiratsantrag von einer torwaldischen Travia-Priesterin nicht unbedingt ausschlagen. Wer hat gesagt, dass ich das vorhabe, Alte? Interessant. Vielleicht solltest du dann nicht heute in den Raya-Tempel gehen, sondern lieber Travia-Messe feiern. Noch ist diese Messe nicht gehalten und das wäre ihre Chance gewesen, vielleicht. Manchmal verstehe ich die nicht. Man muss nicht immer alles so ernst nehmen, was ich sage. Wir haben so viel Zeit des Krams und der Last hinter uns. Ein wenig Frohsinn und ein wenig Ulk sollte uns gestattet sein. Dann ist es etwas, was wir in die nächste dunkle Stunde in unserem Herzen tragen können. Denn jeder Weg, der uns führt, führt uns durch Sonnenschein und durch Schatten. Vermutlich bald durch sehr, sehr viel dauerhaften Sonnenschein. Inu zuppelt Fianna so am Ärmel, meint dann, ist es möglich, dass Nasir wieder Kamele rasiert heute Nacht? Soll ich aufpassen? Ich befürchte, ganz ausschließen können wir es nicht. Behalt ihn mal einfach im Auge. Dann ich passen auf. Gut. Das ist gut. So, wo ist Raluf? Ich will mir mit ihm heftig einen hinter die Binde kippen. Das haben wir jetzt verdient. Das wohl. Ich denke, das ist auch ein guter Schlusspunkt für heute. Ja. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht und ob ihr den Weg in die Wüste antretet und was. Vielleicht erfahren wir dann auch, was im Raja-Tempel passiert. Wer weiß, wer weiß. Aber für heute verlassen wir die Szenerie in Fasar. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgespielt habt. Er hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. War ein langer Tag heute, aber ich denke, mit dem Stream hier ist es ja schön ausgegangen. Danke dafür. Und langsam kann ich dieses Rondell nicht mehr sehen. Ich glaube, dreimal Pferderennen reicht jetzt auch. Aber es war jedes Mal spannend, muss man ganz ehrlich sagen. Es war nie langweilig. Ja, ja, ja. Das hätte ich jetzt am ersten Mal, wo ich diese Bahn gesehen habe, gesagt, boah, jetzt würfeln wir und dann ziehen wir Pferdchen. Aber es war einfach gut. Ja, ja. Ja, vielen Dank auch an die vielen Kommentatoren für den aktiven Chat. Das war sehr, sehr schön, immer wieder von euch zu lesen. Eure Anfeuerungsrufe, eure Karotten-Smileys, das viele Koala-Kraulen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr das hier später nochmal schaut, irgendwie auf YouTube oder so, hinterlasst uns doch einen Kommentar unten drunter. Ich meine, wenn ihr das jetzt hier gerade live guckt, könnt ihr auch nachher auf YouTube nochmal einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über alles, was wir kriegen. Ist so ein bisschen das Brot, was man uns zuteil werden lassen kann. Wir nehmen jetzt gleich noch für Patreon noch einen kleinen Aftershow-Talk auf. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Mit dem richtigen Tier könnt ihr dann diese Aftershow-Talks auch gucken. Und vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Wir quatschen ein bisschen über die Runde und was man hätte besser und schlechter machen können. Und vielleicht so ein bisschen in ein bisschen mehr Vertiefung, was der Charakter jetzt irgendwie in Macht denkt und
Und ob na, vielleicht klären wir dort auch, ob Nasir wirklich in Shaya verschossen ist oder, naja. Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ihr da draußen natürlich auch. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich wieder am, jetzt gucke ich gerade mal, wenn alles denn im Normalen läuft. Heute haben wir am 10. Moment, bin ich jetzt gerade am 1., ne? Hä? Bin gerade irgendwie... Wie leer ist so ein... Oh, ich bin, noch, ich bin im 10. falschen Monat, tut mir leid. Am 10., genau. Und da dürfte das noch ohne Probleme funktionieren. Ja, also am 10. ist das nächste Mal Phileason, wenn denn alles klappt, wir alle gesund bleiben und sonst irgendwie keine Katastrophen passieren, dann erlebt ihr uns hier wieder am 10. Mai um 20 Uhr wie immer. Wann gibt's denn das nächste Mal was von Rerion zu sehen? Mensch, Quali, dass du das jetzt noch fragst. Also tatsächlich schon morgen geht es weiter mit den Transsilvanischen Chroniken. Da sich gewünscht wurde, dass wir noch ein paar Sachen ausspielen, nachdem ich ja beim letzten Mal ein bisschen vorgespult hatte, gibt es noch die Nachbesprechung mit den Erzeugern und dann vermutlich schon den ersten Zeitsprung. Also wer auf, der Auftrag erfüllt worden ist. Wer auf Vampire im Dark Ages Rerion-Mode steht, der sollte morgen dringend bei Rerion einschalten. Ich schau mal, dass ich dem Chat auch zeigen kann, wo man dich findet. Da sagt der Koali-Helfer, da sind die Links, könnt ihr alle draufklicken. Auf Twitch wird das Ganze zu sehen sein morgen, ne? Genau, gut. Und der Pölle, der hat auch einen YouTube-Kanal und spielt auch ganz fleißig Rollenspiele dort inzwischen. Und was, wann gibt's da das nächste Mal was? Ja, ich habe da jetzt eine Woche Pause, aber dann am Montag, den 4.5., geht's dann weiter mit der 7 gezeichneten Runde. Der Kinderraub, wir werden langsam ein bisschen offizieller von den Abenteuern. Jetzt ist es zumindest schon mal ein Fanmade-Abenteuer, das nicht von mir geschrieben wurde, sondern nur von mir bearbeitet. Genau, und ziemlich direkt da drauf, nämlich dann eben in der gleichen Woche am 8.5. Spiele ich das erste Mal mit meiner neuen Sprawl-Runde. Also das erste Mal nicht DSA auf meinem Kanal. Cyberpunk. Das, auch ganz schön wird. Genau, heftiger Cyberpunk im Jahre 2053. Ja. Die Leopardin ist, glaube ich, inzwischen hier exklusiv Phileason erprobt. Oder wo bist du noch irgendwo anders gerade? Ich bin noch bei Felix auch. Ach ja, ja, aber klar. Ja. Ja, wie? Ja, stimmt. Ja, exakt. Wie konnte ich das vergessen? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Aber einen, also eigenen Kanal, einen eigenen Kanal hast du leider nicht, den ich bewerben kann. Nee. Gut, also dann auch da die 7 gezeichneten beim Pölle reingucken, um die halbmenschliche Nandus-Geweihte zu erleben. Ja. Und ja, Mischka. Ja, wie Freitagabend schon erwähnt, haben wir das verlängerte DSA-Wochenende, was wir dann morgen mit einer neuen Runde fremden Gestaden ausklingen lassen wollen. Aber wo ich wirklich darauf hinweisen will, ist der 1. Mai, der Freitag. Da wird, haben wir ein doppeltes Event oder doppelte Snowboom auf dem Kanal. Die Nita wird zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal leiten und wird auch überhaupt das erste Mal leiten. Und das wird... Call of Cthulhu werden. Soko Rotkehlchen heißt der Stream. Direkt das allererste Mal, dass jemand leitet und dann auch noch on-air und live. Also ja, das ist fett. Also da müsst ihr alle reinschalten und ganz viel Liebe im Chat da lassen. Sonst auch noch bei Mischka auf dem Kanal, was ja nun auch gleich noch eine gewisse Reichweite mit sich bringt. Ne? Genau. Schon mutig, cool. Das ist sehr mutig. Ja. Also ganz, ganz viel Umarmungen und Herzen in den Chat mit reinbringen. Motiviert solche Leute, weil je mehr Spielleiter wir haben, desto mehr Geschichten werden erfunden. Genau. Super, super, finde ich gut. Alles klar, gut, dann wie gesagt, wir verlassen für heute Aventurien. Vielen, vielen Dank nochmal und wir sehen uns gleich in der Aftershow. Bis bald. Tschüss.